Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier bei JFD Brokers zum Live-Trading-Webinar. Ich hoffe, der Chris ist jetzt auch in der Leitung. Ich heiße herzlich willkommen alle Mann, die hier dabei sind. Ja, der Chris meldet sich zu Wort, er ist da. Absolut, schön. Schön, dass du auch wieder da bist, Markus. Wir haben es pünktlich auf die Minute geschafft. Wunderbar. Die Teilnehmer kommen noch rein in den Raum. Alles super. Dann wollen wir mal sehen, wie wir weiter fortsetzen können. Ich habe ein bisschen angeknüpft. Aber schön, dass du auf jeden Fall da bist. Hab ja auch gesagt, wir machen jetzt hier am Nachmittag die Session weiter. Wollen wir schauen, was uns da sozusagen der US-Markt beschert, nicht wahr? Richtig, richtig. Da müssen wir drauf schauen. Da haben wir natürlich jetzt noch ein bisschen Luft, eine gute Stunde, eine und eine Viertelstunde, bis die US-Eröffnung hier 15.30 Uhr dann beginnt. Da haben wir genug Zeit, uns darauf vorzubereiten, eben mal so ein bisschen durchzugehen, wie ich mich dann auch auf die US-Session vorbereite. Das könnte ich jetzt hier an dieser Stelle dann eben mal so ein bisschen zeigen, worauf ich achte, dann eben die Märkte nochmal justieren. Wir haben ja doch, also ich war quasi, glaube ich, gerade aus dem Raum raus, wo dann der DAX hier dann doch nochmal eben die Abwärtsbewegung, die ich da irgendwo erwartet habe oder auf das ich dann, auf was ich warten wollte, im Prinzip dann eingetreten ist und dann eben auch die entsprechenden Unterstützungen hier interessant wurden. Das werde ich auch gleich nochmal erläutern. Wir können hier nochmal gerne ein bisschen warten, bis der ein oder andere noch reinkommt. Hallo allerseits, kommt dann hier schon mal, ja, hallo genau. Ottmar. Richtig, der Ottmar ist eine treue Seele, glaube ich. Ich glaube, den Ottmar, den habe ich schon häufiger gelesen an der Stelle. Übrigens, Risikohinweis habe ich vorhin nochmal eingeschoben zur Sicherheit. Sicherheit, ne, da wir ja dann doch live am Markt agieren, dass ich die Leute dann noch ein bisschen abhole an der Stelle, dass wir da mal schauen, dass da natürlich jeder weiß, mit was er da zu tun hat. Wir haben auch vorhin noch mal über die ESMA ein bisschen diskutiert und, was denn da alles so kommt. Also wir sind auch ein bisschen über den Markt hinausgegangen, neben dem, dass ich da noch Short-Setups erklärt habe. Aber was ich, glaube ich, sehr spannend finde, und das ist natürlich für viele Marktteilnehmer auch immer wichtig, sei es eben heute Morgen, aber sei es eben auch jetzt hier in der US-Vorbereitung, ja, wie geht man so vor? Was sind so die Daily Rules? Das ist auf jeden Fall interessant. Deswegen ja auch machen wir gern 14:15, also sozusagen die Pre-Session in Amerika dann, wenn eben 14:30 die Nachrichten reinkommen. Wie werden die verdaut? Wie reagieren die Futures? Wie ist der Vorbereitungshandel und wie ist es dann zum Opening? Das war immer so die Idee am Nachmittag. Und hallo, ihr beiden, habe ich schon etwas verpasst im DAX. Der Thilo, ne? Müssen wir mal schauen. Da würde ich sagen, kannst du dann direkt angreifen, weil ich bin, wie gesagt, nicht so Dexle-affin an der Stelle, aber Euro-Dollar hat sich auch ein Stück weit an den Fahrplan gen Süden gehalten und ich glaube, wir sind hier auch noch nicht fertig. Ich könnte mir vorstellen, der tickt definitiv weiter nach unten, im Sinne der Positionierung natürlich, aber auch im Sinne dessen, dass der Rainbow-Trend, den wir ja vorhin besprochen haben, ja, sehr, sehr bärisch wirkt. Ne? Und da auch danke an die E-Mails, die sind übrigens angekommen. Ich werde euch da, gerade weil ihr auch JFD-Kunden in dem Zusammenhang seid, da gerne das Template auch zukommen lassen. Wobei ich aber dann einen Tipp gebe, schaut euch die Webinare an, / nehmt es auf jeden Fall an dem Seminar teil, was wir dieses Jahr dann noch planen, damit ihr da entsprechend auch umgehen könnt mit dem Tool als solches. Es ist, wie gesagt, nur ein Instrument von vielen, die man nutzen kann. Der einen liebt Trendfolge, der andere mag es wieder nicht. Das ist halt wirklich ein reines Trendfolgemodell. Und da muss man auch mit umgehen können, weil, das wird Markus auch wissen, Trendfolgemodelle neigen dazu, Trefferquoten von unter 50% aufzuweisen. Und damit muss man auch erstmal klarkommen, dass man eben, wenn man den Trend erwischen will, dann eben hin und wieder doch immer mal noch einen Versuch mehr braucht, um dann tatsächlich einen Treffer zu landen. Genau, also prinzipiell ist natürlich Trendfolge interessant, wenn man wirklich dann auch einen Trend erwischt und man hat eben wirklich saubere Trends laufen eben nicht eben stets und ständig ab, sondern man hat eben oft Seitwärtsphasen, sei es in einem kurzfristigen Zeitfenster, in etwas übergeordneten Zeitfenstern, also man hat schon oft irgendwo Seitwärtsphasen, nicht so schöne saubere Trends, wie wir sie auch im letzten Jahr im DAX dann auch auf übergeordneten Zeitebenen gesehen haben, wo wirklich dann Tage und Wochen der Markt nur eine Richtung kannte, das sind natürlich dann saubere Trends, wo man dann eben auch mit klassischen Trendfolgemodellen punkten muss. Aber musst du aber auch erstmal erwischen. Ne? Richtig, musst du richtig. Ja eben, wie du schon sagst, das ist genau das ist der Fakt so. Ne? Das ist richtig. Richtig. Also prinzipiell ist allerdings Trefferquote ja auch so ein Begriff. Sicherlich muss ich irgendwo so ein bisschen auf eine Trefferquote achten. Ja. Aber meiner Meinung nach ist die Trefferquote bis zu einem gewissen Grad auch relativ zu sehen. Als Beispiel mein Trading. Ich bin von meinem Trade-Management zum Beispiel sehr, sehr aggressiv, bis mein Stop irgendwann auf dem Break-Even-Punkt liegt. Also ich bin da wirklich teilweise sehr, sehr schnell und habe auch oft meinen Stop dann einen Ticken im Plus. Also dass ich dann eben, wenn ich jetzt als Beispiel bei 10.000 einsteige und der Markt läuft eben schon so ein bisschen für mich, dann ziehe ich relativ zügig meinen Stop
dann auch auf 10.000 oder als Beispiel 10.002, was da bedeutet, dass ich, wenn ich rausfliege, ja einen Treffer hatte, also meine Trefferquote einen positiven Punkt bekommt. Ja, das bedeutet ja nicht, dass ich wirklich dann auch mit diesem Trade verdient habe, aber wenn ich aggressiv in dem Trade Management bin, habe ich automatisch dadurch eigentlich eine bessere Trefferquote. Was nicht unterm Strich bedeutet, dass ich eben dann auch sukzessive eben auch besser performe, Absolut. sondern ich muss natürlich dann mir auch durch anschauen, wie groß sind meine durchschnittlichen Gewinne, wie groß sind meine durchschnittlichen Verluste. Und so, der eine hat halt durchschnittlich größere Gewinne, dafür ist die Trefferquote nicht so gut, der andere hat eine bessere Trefferquote, sind die Gewinner wieder nicht so groß. Also das ist immer alles ins Verhältnis zu setzen, das hier nochmal an der Stelle kurz mal erwähnen. Ne? Also viele achten eben nur auf die Absolut. Trefferquote oder sowas und man muss immer alles im Zusammenhang mit vielen Faktoren sehen. Ne? Absolut. Und Ottmar hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Ottmar, wie gesagt, das ist ja auch ein Interesse deinerseits. Und wie gesagt, Trading ist ja definitiv was, wo man häufig als Alleinunterhalter agiert. Insofern ist es ja nur schön, wenn du da sozusagen auch hier den Webinaren von uns nimmst, an diesen teilnimmst und da praktisch auch natürlich Erfahrungswerte sammelst, beziehungsweise auch hier Input lieferst. Wie gesagt, die Masse ist ja meistens so im stillen Lesen beschäftigt oder auch, wie wir das in den Guidance Streams häufiger merken, da ist relativ ja, mehr so das Zuschauen und Konsumieren als das aktive Mitmachen. Und der Ottmar macht da natürlich auch immer gern bei den Frage- und Antwortrunden mit. Insofern, Ottmar, auf jeden Fall schön, dich da wieder dabei zu haben. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal wieder los auf deinen Chart. Du hast ja den DAX hier im H1 schon geöffnet und jetzt hat er sich natürlich ein bisschen so dahin geplätschert, ne? Nee, es ist 5 Minuten, was ich jetzt gerade offen habe. Ich hatte vorher mal, glaube ich, den Stundenchart offen, habe jetzt schon auf den 5-Minuten-Chart nochmal geswitcht. Und wir Ist waren das also, heute. ich sehe gerade den Ach so, oder dann 5-Minuten-Chart, habe ich noch. den Okay, Stundenchart. gut, Das jetzt. ist richtig. Ich Jetzt hatte aber, hier noch ja. Pause gedrückt. Ah, das Das war sind der immer die Witz. kleinen Tücken des Webinarprogramms. Ja, okay, aber da ist es immer gut, wenn man zu zweit ist. Und dann hier den Hinweis bekommt, dass der Chart noch gar nicht aktiv ist. Aber jetzt sollte der 5-Minuten-Chart zu sehen sein von meiner Seite hier. Und wir hatten ja heute Vormittag dann die deutsche Eröffnung hier mit der magentafarbenen Linie. Das ist der Freitag, der gestrige Schlusskurs ist immer bei mir die gelbe Linie. Die zeichne ich mir dann auch jeden Tag ein, sodass ich erstmal weiß, wo befinden wir uns überhaupt. Aktuell befinden wir uns auf dem Eröffnungsniveau, so kann man das hier nennen, weil wir sind gerade mal ein paar Pünktchen darüber. Wir befinden uns auch leicht über dem Schlusskursniveau von gestern, was insofern immer wichtig ist. Man könnte natürlich jetzt hier darüber streiten, was ist der richtige Schlusskurs? Ist es 22 Uhr? Ist es 20 Uhr? Ist es 17:30 Uhr? Ich gucke natürlich auch mal immer auf den Xetra-Schluss 17:30 Uhr, aber da ich persönlich primär aus dem Future-Bereich komme und der DAX-Future um 22 Uhr schließt, ist für mich auch der 22-Uhr-Schlusskurs der erstmal kernentscheidende Punkt. Und dann weiß ich, der Future, wenn der Markt dort da drüber ist, dann wird eben in entsprechenden Plattformen, überall, wo man sich den DAX-Future im Prinzip als Kursindikation anschauen kann, dann ist der grün, diese Zahl ist grün, da steht ein Plus davor, wenn der Markt eben da drüber ist und die Zahl ist rot und es ist negativ, wenn der Markt da drunter ist. Ja, und das nehme ich für mich als wichtige Linie, als wichtigen Unterstützungspunkt, weil einfach rein psychologisch für diejenigen, die eben nicht so sehr dermaßen auf den Chart gucken, sondern zum Beispiel nur auf irgendwelche Quotes, auf irgendwelche Kurse, ja, die man eben irgendwo sich ranholt und dann wirklich ganz banal agieren. Wenn es grün ist, wollen sie kaufen, wenn es rot ist, wollen sie verkaufen. Und da ist eben natürlich der Schlusskurs der entscheidende Switch zwischen Vorzeichen grün und Vorzeichen rot, beziehungsweise positiv und negativ. Ja, das ist so mal nochmal kurz der Hintergrund, auch warum der Schlusskurs irgendwo doch auch psychologisch nicht so unwichtiger Bereich ist und dann gleichzeitig natürlich nochmal der Öffnungskurs, was heute mehr oder weniger, und das liegt sogar, glaube ich habe die mit Absicht ein bisschen untereinander gelegt, ich glaube, die lagen fast punktgenau heute, Schlusskurs gestern und der Öffnungskurs heute früh. Ja, Chart, ich weiß nicht, was das für eine Lücke ist, hier fehlt bei mir eine Kerze, hatte ich mal geguckt, im 5-Minuten-Chart, kann sein, dass da meine Plattform mal kurz ausgesetzt ist oder Geh mal so. auf rechts, geh mal auf rechten Mausklick, mach mal Ja, rechten Mausklick ja. und dann warte, aktualisieren. Geh mal da auf das Aktualisieren-Symbol da in der Mitte. Ach, da. Und jetzt gucken wir mal. Ja, Ja. da ist es wieder da. Ich hatte die Plattform mal kurz runtergefahren, wieder hochgefahren, hat Das sich. kann sein, das ist genau das, wo man, das gab es gleich ein bisschen Education an der Stelle, Okay. wenn sowas passiert oder man die Plattform aus Internetverlust irgendwo disconnected ist, kann man dann mit dem aktualisierten Button praktisch dann immer den fehlenden Daten
Stromfluss oder die Minute, wo dann irgendwie die Disconnection war, kann man das immer nachholen. Okay. Also für mich, als um es jetzt, wie ich dann mit so einer Situation umgehe, gut, ich wusste das jetzt nicht mit diesem Aktualisieren hier in dem Metatrader. Ich arbeite intensiv mit dem Metatrader jetzt auch erst seit einigen Wochen. Habe zwar den Metatrader für längerfristige Swing-Trading-Ideen im CFD-Bereich schon längere Zeit immer in Benutzung, aber da braucht man diese ganzen Feinheiten eigentlich nicht, ne? So, und ich handle ja, wie gesagt, Futures. Ich habe jetzt gerade eben im Future-Markt geguckt. Okay, da war kein Aussetzer, da war der Chart sauber. Somit war das jetzt für mich erstmal irrelevant hier. Sollte, und das passiert natürlich auch, es gibt auch an den Future-Börsen auch mal Aussetzer, ja. Und von daher habe ich da, versichere ich mich natürlich, gucke, okay, war da irgendwie was oder nicht? Und von daher war das jetzt für mich erstmal prinzipiell nicht so wichtig, so eine Nummer, wenn hier mal so eine kleine Lücke im Chart irgendwie entsteht, ne? Ja, das dazu mal. Ich würde einfach mal den Markt nochmal analysieren, ne, dass wir jetzt nochmal schauen, was hatten wir und was könnte man jetzt hier für den DAX für den Nachmittag eventuell annehmen. Also wir waren ja heute Vormittag mit der Eröffnung hier in diesem Bereich 12.300, 12.400, Pi mal Daumen, 12.390, 12.400, dieser Bereich. Eröffnungsbereich. Und dann lief der Markt ja so behäbig nach oben, wo wir schon gesagt haben, das ist hier wahrscheinlich so zu erwarten, dass wenn der Markt überhaupt in den 450er-Bereich steigt, dass sich das gegebenenfalls so ein bisschen behäbig hier vonstatten geht und dass hier dann Käufe, gerade Ausbrüche, sehr uninteressant werden, weil der Markt immer wieder relativ stark zurückkommt und man dann sehr, sehr schwierig ein Trade Management betreiben kann, zumindest das Trade Management, so wie ich es betreibe, und man dann eben unnütz dann in irgendwelchen Gegenbewegungen rausfliegt, auch mit dem Scale-out. Und von daher sind das für mich dann immer so Situationen, wo ich eigentlich ungern agiere. Ich hatte dann gesagt, okay, für mich ist es interessant, wenn der Markt zum einen in das Eröffnungsniveau, Schlusskursniveau zurückfällt, beziehungsweise hatte ich ja dann gesagt, dass es auch schön wäre, wenn wir nochmal in den 350er-Bereich runterkommen, was dann auch die Nachttiefs waren, beziehungsweise haben wir die dann auch nochmal kurzzeitig unterschritten. Ja, das war jetzt hier der Bereich, das waren die Nachttiefs in der Session, wo der Markt im Prinzip der DAX eigentlich nicht wirklich aktiv ist. Somit hatte ich gesagt, das wäre schon interessant, wenn wir hier in den Bereich nochmal kommen. Dann hat er sogar diese Trendlinie, die wir hier oder die ich hier eingezeichnet habe, nochmal kurz getestet und rannte dann hier wieder nach unten. Und das ist so ein Bereich, der dann eben für Long-Ideen interessant ist. Ja, dass man hier dann schaut, ich wäre nach so einer Bewegung jetzt nicht hier sofort mit einem Limit dabei. Also, dass ich jetzt schon, wenn der Markt hier oben sich irgendwo befindet, dass ich dann hier in den Kauflimit reinlege, um dann sofort dabei zu sein, sondern warte hier dann einen sogenannten Trigger ab. Das will ich jetzt gleich mal erklären, wie ich das so in etwa mache. Da gibt es natürlich auch verschiedene Konzepte, aber da werde ich einfach mal ein banales Konzept kurz erklären. Vorab nochmal diese Situation hier an dem Eröffnungskurs, die auch für Käufe interessant gewesen ist. Die hat zum Beispiel dann, und da gehen wir mal jetzt auf den Minutenchart, weil das Feintuning für so ein Triggerkonzept, das mache ich dann auf dem Minutenchart. Also da gehe ich dann wirklich teilweise auf sehr, sehr geringe Zeitebenen runter, nur um den Einstieg eben so ein bisschen zu verfeinern. Ja? Und da sieht man, dass hier dieser Eröffnungskurs ja wirklich in einem Zuge immer nur mit roten Kerzen durchschnitten wurde und hier nicht nennenswert irgendwo Stärke reinkam. Man hätte schon hier unten in dem Bereich einen Trigger gehabt, und zwar die letzte rote Kerze, die sich hier oder das letzte Tief, die hier in dieser Bewegung die Kerze, die hier in der Bewegung wichtig war, wenn die nach oben durchschritten wird, beziehungsweise hätte ich hier einen Punkt mit der roten Kerze, beziehungsweise eigentlich ist diese grüne Kerze, die macht hier das letzte Tief, die wird nach oben durchschritten, und das ist zum Beispiel für mich so ein Triggerkonzept. Da wir hier dann aber eben schon mit Schmackes durchgekommen sind, weiß ich nicht, ob ich hier wirklich gekauft hätte. Aber selbst wenn, dann hat der Markt sich erstmal ein Weilchen in diesem Bereich aufgehalten, hätte dann wenigstens mit dem Scale-Out hier drunter gelegen unter dem Tief, wenn nicht vielleicht sogar mit dem kompletten Stop dieses Trades, ja, und dann wäre man hier entsprechend mit einem kleinen Risiko rausgeflogen aus dieser Geschichte. Ja, Ziel Und ist ja hättest du gegen eigentlich, den Trend gehandelt? Hättest du gegen den Trend in Richtung Eröffnung gehandelt, sozusagen? naja, ich sage ja, hier in der Okay, Bewegung, ob okay, ich wirklich okay. drin gewesen wäre, das wage ich noch zu bezweifeln, aber ich will ja das immer nicht, hetzte Enten werden die Hühner nicht ersoffen, ne? Also man weiß es ja nicht. Ich habe es nicht gemacht, weil ich nicht da war. Wenn ich da gewesen wäre und wir vielleicht hier auch am Rechner gesessen hätten und der Markt hier eben Schwäche aufbaut, hier unten sich so ein bisschen fängt, kann schon sein, dass ich es versuche, vielleicht mit einer halben Positionsgröße. Das ist dann eben diskretionärer Handel. Es ist auf jeden Fall ein Trigger hier unten da gewesen. Ja, der war allerdings nicht in diesem Niveau, sondern tiefer. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich es gemacht hätte. Ja, das ist eben, ich habe da nicht ein Regelwerk,
wo ich jetzt wirklich zu 100% alles abarbeite und es dann mache, sondern es ist dann hier auch noch ein bisschen, spielt eine Rolle, natürlich die Uhrzeit. Ich gucke, hätte dann eben auf die US-Märkte geguckt. Ich hätte mir gegebenenfalls das Sentiment angeschaut, EUWAG-Sentiment, das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Also da kommen so ein paar Faktoren aufeinander und der Konsens aus all den Informationen, der ist dann, das geht dann relativ zügig natürlich, ja, der entscheidet dann, okay, den Trade machst du oder nicht. Aber es ist völlig egal, ob ich ihn gemacht hätte oder nicht gemacht hätte. Es wäre einfach nur in dem Fall höchstwahrscheinlich ein kleiner Verlust rausgekommen und es ist ja nur ein Trade von vielen. Ja, genauso hätte hier der Markt schön nach oben laufen können, dann hätte ich mich jetzt feiern können und hätte gesagt, okay, das hätte funktioniert. Gleiche Situation hier unten. Das war ja eigentlich der Zielbereich, den ich auch im Vormittag dann auch gesehen habe, dass ich gesagt habe, okay, der 350er-Bereich hier unten, der wird halt interessant für Käufe. Ja? Und dann kann man hier genau das gleiche Konzept fahren. Entweder hier direkt an dem Unterstützungsniveau, wobei hier die letzte Kerze so steil war, dass das eigentlich kein Trigger ist hier, ja, weil die letzte Kerze, die in der Abwärtsbewegung das Tief macht, das ist diese lange Kerze. Und eigentlich wäre der Trigger erst hier oben gekommen. Ja? Also bedeutet, dass ich hier wahrscheinlich nicht reingegangen wäre, sondern hier dann eben abgewartet hätte und dann wäre hier unten ein Trigger gekommen. Diese grüne Kerze hier, die hat dann die letzte Kerze, das ist diese, die das Tief ja markiert hat, nach oben durchbrochen und entweder man handelt dann genau hier diesen Durchbruch oder dann eben das Ende der Kerze und hätte dann hier mit dem tiefen Stoppunkt wahrscheinlich sogar noch einen Hauch tiefer gehabt. Ja, und das wäre aber, da bin ich mir fast sicher, dass ich hier diese Region in irgendeiner Art und Weise gehandelt hätte. Ja, weil das war das auch, was ich heute früh als Zielbereich hatte, wo ich gesagt habe, da würde ich gern kaufen wollen. Ne? So, da kommt dann Zielbereich, der realistisch war, Eröffnung, weil von hier unten kann man das machen. Hier oben hätte man auf jeden Fall davon ausgehen müssen, dass der Eröffnungskurs wieder nach oben durchstoßen wird, wenn man sonst hier kein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis gehabt hätte. In dem unteren Bereich vom Chance-Risiko-Verhältnis reicht die Eröffnung erstmal aus. Ja? Und hier hätte es durchaus sein können, dass ich mit dem mit dem Trade-Management etwas defensiver damit umgegangen wäre, mit dem Ziel, dass der Markt es schafft, eben wirklich die Tageshochs anzugreifen, was wahrscheinlich bedeutet hätte, dass ich den Stop eben nicht relativ eng nachziehe, weil wir im Zielbereich sind, sondern höchstwahrscheinlich hier in diesem Bereich gehabt hätte. Ja? Wäre trotzdem ja, egal wo man hier einsteigt, wäre trotzdem in irgendeiner Art und Weise ein Plus gewesen, auch wahrscheinlich größer als der Verlust in dieser Situation. Ja, aber trotzdem wäre man hier dann rausgeflogen, ja, weil der Markt dann doch noch mal ein bisschen weiter zurückkam, was dann eben nicht so schön und sauber ist, ja, Pech gehabt und dann wieder anzieht, um dann hier in diesem Niveau zu sein. Und jetzt muss man eben gucken, dass man wieder irgendwo einen Setup formuliert, um den Markt gegebenenfalls jetzt wieder auf der Long-Seite zu kriegen. Wie gesagt, ich hatte es heute früh schon gesagt, dass die Long-Seite aktuell halt für mich interessant ist über dem 350er-Niveau. Ne? Und da sind wir ja die ganze Zeit bis auf dieser kleine Ausreißer hier, was aber für mich ja, wie gesagt, der Bereich trotzdem oberhalb dieser Trendlinie und so, das hatte ich heute früh, glaube ich, auch gesagt, dass das alles zu den Long-Bereichen für mich gehört. Ne? Also so richtig verpasst, ich bin jetzt nicht, wie gesagt, wir hatten ja heute früh die Frage, ärgere ich mich jetzt, dass ich zum Beispiel unterwegs war, nicht am Rechner war, weil eben mein Szenario mehr oder weniger eingetreten ist und ich auf jeden Fall, wenn ich gehandelt hätte, wahrscheinlich wenigstens ein bisschen schon Plus hätte, ja, also ein kleines Pufferchen schon hätte. Ärgert mich nicht, weil ich weiß, es kommt jetzt der Nachmittag, es kommt morgen ein Tag, es kommt Donnerstag, es kommt Freitag, es kommt die nächste Woche und gerade im Daytrading hat man eben wirklich viele Situationen, die man handeln kann. Auch viele Situationen, die wirklich eben Potenzial innehaben. Und wir haben ja nicht nur den DAX, sondern wir haben den Euro, den britischen Pfund, Gold. Also wir haben schon viele Märkte. Ich persönlich handle ja hauptsächlich den DAX, den S&P, den Bund und den Euro-US-Dollar. Das sind so eigentlich die Kernmärkte. Und dann schaue ich eben noch aufs britische Pfund, eben auch aufs Gold, auf die Öle ab und zu. Und den Dow Jones eben statt dem S&P, weil der eben von der Schwankung her ja auch ein bisschen größer ist, ein bisschen sauberer läuft als der S&P, sodass ich dann statt dem S&P manchmal den Dow handle, statt dem Euro manchmal den britischen Pfund und wie gesagt, Gold natürlich gesondert dann nochmal sehe, ja, jetzt drückt der Markt hier so ein bisschen nach oben, können wir dann gleich nochmal schauen, ob hier sich jetzt irgendwie was ergibt, was wir machen können. Das jetzt erstmal bis dato, bis zur Mittagsphase und bis zu dem aktuellen Zeitpunkt. So, jetzt schauen wir mal, was ist eigentlich passiert am Markt? Ja? Nee, da gehen wir mal, ziehen wir mal ein Stück zusammen. Ja? Also wir hatten die Eröffnung.
Der Markt ist hochgelaufen, nicht mal an dieses Minimalziel hier mehr oder weniger ran. Der Markt kam wieder zurück. Fast genauso weit, wie er eben nach oben gesprungen ist, ist der Markt dann auch mal kurz nach unten gesprungen, ist dann wieder zurück zu dem Eröffnungskurs, war erstmal wieder eine Zeit lang hier wirklich wichtig und wir sind jetzt wieder leicht über dem Eröffnungskurs. Was sagt uns das? Nicht viel. Ja, also die Information, die bis dato vom Markt uns gegeben wurde, ist, er will weder nach oben noch nach unten. Wir sind von der Analyse her nach wie vor im Long Setup. Somit gucke ich auch nach wie vor jetzt weiter nach eventuellen potenziellen Kaufgelegenheiten und nehme jetzt diese Bewegung, die hier heute bis jetzt passiert ist, erstmal nicht großartig für voll. Ja, wir sind jetzt hier von der Schwankung zum gestrigen Tage oder zum gestrigen, zum Nachthandel ist das ja eigentlich so ein bisschen auffächernd unterwegs. Man könnte jetzt hier so eine Linie ziehen und man könnte hier unten so eine Linie ziehen. Manche nennen das dann irgendwie Dreieck oder sowas. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, solange wir über der Trendlinie bleiben, solange wir über dem 350er Bereich bleiben und für den heutigen Tag jetzt dann auch idealerweise über dem Schlusskurs und Eröffnungsniveau ist das Bild jetzt für mich weiterhin aufwärts unterwegs. Dafür gucken wir uns dann natürlich auch für die US-Markteröffnung dann den US-Markt an. Dafür ziehe ich mal hier den Unterstützungsbereich ein bisschen länger. Moment, zack. Das ist ja so der Bereich, der für mich jetzt erstmal für die Aufwärtsseite wichtig ist, beziehungsweise dann auch noch, das hatte ich heute früh dann auch schon mal gezeigt, 24.800. Also der Markt für mich auch von der Long-Seite erstmal vom Kerntrend. Also ich versuche jetzt hier entsprechend, wenn der Markt noch mal ein bisschen Schwäche zeigt, diese dann ähnlich wie sie im DAX heute früh eben die Analyse war, dann diese Schwäche zu kaufen mit dem Ziel, dass wir dann entsprechend, können wir gleich noch mal gucken, die Schlusskurse von gestern beziehungsweise dann auch 15:30 Uhr, wo ist der Eröffnungskurs, dass der Markt dann eben Potenzial hat über diesen 24.800er Bereich beziehungsweise idealerweise hier über diesem Unterstützungsniveau, was rot eingezeichnet ist. Das ist hier der 24.900, ja, so 60er Bereich, dass wir hier dann eben auf irgendeine Art und Weise vielleicht in den Markt reinkommen. Dazu muss man eben immer im Hinterkopf haben, 15:30 Uhr bis 16 Uhr, Schrägstrich 16:15 Uhr, hat der Dow Jones und der S&P so eine Findungsphase, ähnlich wie es im DAX zwischen 8 und 9 Uhr ist, dass er erstmal sich so ein bisschen ja, einnordet. Er guckt auch gerne mal kurz auf der Oberseite, er guckt gerne mal auf der Unterseite und nimmt dann oft erst gegen 16, 16:15 Uhr seinen Tageskerntrend an. Ja. Und da kann es ja durchaus sein, und das macht der Markt dann eben auch ganz oft, dass der eben mit der Eröffnung erstmal nochmal nach unten kommt, hier vielleicht in den Bereich, und dann haben wir unsere schönen Einstiege, wo man dann eben ein wunderbares, oft ein sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Wenn diese Dinger dann schief gehen, okay, dann ist es so, dann hat man meistens ein relativ kleines Risiko und das ist dann schön, also oder nicht schön, aber ist dann halt so. Aber wenn diese Dinger gut gehen und sie gehen halt oft gut, dann habe ich eine sehr, sehr schöne Chance. Und wenn der Dow, wie er in der Vergangenheit, dann eben wirklich Stärke findet wieder in der letzten Woche, wenn wir dann uns diese Aufwärtsmoves dann immer mal anschauen, dann findet der auch relativ schnell zu Stärke. Und dann hat man hier zwar das Risiko im Dow Jones höher, da sind wir schon dann mal schnell bei 30, 40, 50 Punkten Risiko, aber der macht dann auch mal kurz 300, 400 Punkte aus dem Stand aktuell, ne? So, und da wird es natürlich dann auch vom Chance-Risiko-Verhältnis interessant. Ich muss dann nur die Positionsgröße entsprechend anpassen, weil ich ja dann 50 Punkte habe, nicht wie im DAX aktuell, wo ich sage, okay, da kann man vielleicht mit 20, 25 Punkten was reißen, ja. Aber das gucken wir uns dann nochmal an. Ich wollte erstmal beim DAX bleiben, prinzipiell erstmal die Aufwärtsseite weiter interessant. Und wir sind jetzt gerade hier in diesem Schlusspostniveau nochmal gewesen. Hier wäre natürlich irgendwo auch ein Punkt, wo man sagt, okay, über Käufe nachdenken, da sind wir jetzt eben schon wieder weg. Ja, der nochmalige Run hier runter wäre mir schon fast wieder zu weit. Also wer es jetzt aggressiv versuchen möchte, hier vielleicht auf der Long-Seite reinzukommen, wäre so ein Rücklauf hier an den 10er-Bereich, also 410, wäre vielleicht eine Überlegung auf der Long-Seite. Und ich würde dann, also idealerweise wäre es, wenn der Stop hier in dem 87er-Bereich liegt, sind dann 23 Punkte Stop. Wenn man auf der ATR aktuell schaut, sind wir bei 7,5. Das ist das 5-Minuten-Chart. Ist der doch so zurückgekommen, die ATR? Also dann ist 25 Punkte in der aktuellen Situation relativ groß als Stop. Ja, wir sind von der ATR heute früh hier, wo Momentum ein bisschen reinkam, ist die ATR auf 17 angesprungen. Man sagt ja als Faustformel, eigentlich sagt man als Faustformel immer so doppelte ATR als Stopgröße. Ja, wenn ich denn 17 mal 2 nehme, bin ich bei 34 Punkten Stop. Das ist mir persönlich
zu groß. Das ist mir auch in so einer Bewegung zu groß, ja. Aber mindestens sollte der Stop die einfache ATR groß sein. Und ich würde jetzt hier mich aktuell oder in dem Bereich von dem 17er, von der 17er ATR, und das hatten wir, glaube ich, heute früh dann auch besprochen, so zwischen 20 und 25 Punkten Stop. Das wäre für mich für die aktuelle Situation denn da so ein gesundes Maß. Aktuell sind wir allerdings bei einer ATR von 7,7. Und jetzt wäre ein Stop von 20, 25 Punkten für die aktuelle Situation definitiv zu groß. Und das war jetzt gerade meine Idee, dass ich eben sage, im 10er-Bereich kaufen, Stop wäre schön hier unten, 23 Punkte. Das ist zu viel. Warum ist das zu viel? Sicherlich kann man jetzt spekulieren, wir haben es ja noch eigentlich Mittagsphase, ja, aber sicherlich könnte man jetzt darauf spekulieren, dass ja dann mit 15:30 Uhr wieder die Bewegung in den Markt reinkommt und dann auch die ATR zunimmt und man dann ja auch einen größeren Stop rechtfertigen könnte. Klar kann man das. Aber aktuelle Situation sagt, die Schwankung ist nicht hoch. Und wenn ich jetzt einen Stop habe von 25 Punkten, was da irgendwie fast die vierfache ATR wäre, dann müsste ich davon ausgehen, wenigstens davon ausgehen, dass ich in der aktuellen Situation eine Chance habe, die um die 50, 60, 70 Punkte groß ist. Und die habe ich nicht, weil die aktuelle Schwankung sagt mir auf dem 5-Minuten-Chart, dass eben durchschnittlich pro Kerze nur 7,7, das war hier unten die ATR, 7,7 Punkte abgearbeitet werden und man hier eben als Faustformel dann sagt, okay, vierfache ATR als realistisches Ziel in der aktuellen Situation könnte man annehmen, vielleicht auch ein wenig mehr, aber da, das passt jetzt dann einfach nicht so. Somit muss ich jetzt gucken, dass ich in der aktuellen Situation, wenn ich im Zehnerbereich kaufen möchte, was jetzt für mich erstmal ein Bereich wäre, der nicht so uninteressant ist, dann muss ich gucken, dass ich hier einen Stop aktuell im Bereich 10 bis 15 Punkte finde. Ja, das muss dann einfach so sein. Und 10 gekauft, minus 15,95, gucken wir mal uns das tief an, das ist 93. Das ist immer noch ganz schön weit. Dann würde ich jetzt hier sagen, okay, dann kann ich bei 10 nicht kaufen, dann muss ich bei 8 kaufen. Ja, weil der Stop, dann setze ich lieber meinen Stop richtig und warte, dass der Markt ein Stück weiter nach unten kommt. Und wir haben ja hier dieses kleine Hoch hier, diese Kerze. Da würde ich halt sagen, okay, dann kaufe ich hier. Ja, und da würde ich jetzt, kann man eben auch mal machen, dann hier mal ein Limit reinlegen. Was war das jetzt? 8, knapp unter 8 war das, glaube ich, dieses Hoch. Ja, 7,78. Und dann eben den Stop hier drunter, weil der hier drunter ist einfach zu groß. Ja, das hat dann auch nichts mit Positionsgröße zu tun oder so. Das ist wieder was anderes. Das ist Risiko zum Konto. Hier passe ich jetzt die Stopgröße an den Markt an. Und das ist so ein bisschen Feinjustieren für die aktuelle Situation. Ja, wenn die ATR jetzt hier größer wäre, könnte man den Stop hier drunter setzen. So muss ich ihn erstmal charttechnisch hier hinsetzen. Ist zwar nicht das Optimum, aber wenn er dann eben wirklich Kraft hat, der Markt, dann ist das dann ja eh hier irrelevant, weil dann sollte er sowieso hier nicht mehr hinkommen. Kann natürlich passieren, dass ich auch hier das Eröffnungsniveau nochmal kurz getestet wird und er uns dann rausholt. Aber dann ist es so. Wie gesagt, nicht vergessen, Trading ist eben auch so ein bisschen Gesetz der großen Zahlen. Der einzelne Trade, das Ergebnis des einzelnen Trades ist mehr oder weniger zufällig. Man muss eben daraus dann eben ein gesundes Gesamtkonzept bauen, dass da die Einstiege, Ausstiege, Trade-Management irgendwo Sinn machen. Und genauso kann ja so ein Trade gut gehen. Und dann habe ich natürlich mit einem Stop, der da gerade mal eben, weiß ich, 13, 14, 15 Punkte groß ist, eben aktuell kann ich dann eben, reicht es auch aus, wenn wir ein Ziel von 30 bis 45 Punkten haben. Und da gucken wir dann auch mal, wenn wir im 10er, 8er Bereich kaufen und wir haben hier oben den 50er Bereich, den wir heute früh schon mal als Ziel hatten, dann ist das genau das Ziel, was ich für diesen kleinen Stop brauche. Wenn ich dann eben 20, 25 Punkte Stop habe und wie anfänglich gedacht, im 10er Bereich kaufe, habe ich nur 40 Punkte als Ziel und das ist dann unter einem 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Ja? Und so warte ich jetzt ab. Wie gesagt, das ist schon ein aggressiver Kauf hier. Also es ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich tagtäglich mache, hier auf dem 5-Minuten-Chart diese kleinen Schichten mir rauszusuchen. Aber das kann man natürlich machen. Ja? Ziel ein bisschen geringer setzen. Persönlich würde ich jetzt vielleicht noch abwarten, dass wir nochmal in den Bereich zurücklaufen, in diesen Eröffnungsbereich, beziehungsweise hier dann auch die US-Eröffnung abwarten. Selbst wenn der Markt ohne einen jetzt nach oben läuft, hier vielleicht die Tageshochs rausholt, in den 50er-Bereich, 450er-Bereich läuft, dann kann ich ja da drüber immer noch kaufen. Hierzu muss man sich dann wieder anschauen, wie groß war aktuell die Tagesschwankung. Gucken wir mal. Hoch
haben wir hier im 440er-Bereich, tief haben wir im 330er, 110 Punkte, aktuelle Tagesschwankung. Ja, also das, Entschuldigung, das, was der Markt aktuell abgearbeitet hat, sind gute 100 Punkte. Jetzt gucken wir dazu ganz kurz mal auf den Tageschart und gucken uns hier die Tages-ATR an. Ja, und die Tages-ATR sagt, dass aktuell der Markt durchschnittlich 300 Punkte schwankt. Das ist natürlich geschuldet dessen, dass der Markt hier vorletzte Woche Montag und Dienstag so eine enorm hohe Schwankung hatte. Also ziehen wir hier mal so ein bisschen ab, aber wir wissen, dass in den vergangenen Tagen, gerade dann Mittwoch hatten wir, also vergangene Woche Montag waren es 180 Punkte, Dienstag glaube ich 130, Mittwoch dann mit dem Konsumerpreisindex 300 Punkte, Donnerstag glaube ich dann und Freitag wieder so um die 150, 180 Punkte Schwankung. Gestern muss ich lügen? Ich glaube auch so um die 180 Punkte. Somit kann ich natürlich heute auch davon ausgehen, gestern Feiertag in den USA trotzdem irgendwie 180 Punkte Schwankung, dass ich schon auch mit 200 Punkten Schwankung durchaus für den Tag rechnen kann. Wenn wir jetzt wieder auf den Stundenchart runtergehen, beziehungsweise auf den 5-Minuten-Chart runtergehen und warten jetzt ab, dass der Markt, Moment, das will er hier nicht so richtig, dass der Markt erstmal hier rüberläuft, dann sind wir bei einer aktuellen Tagesschwankung von 130, vielleicht 130 Punkten. Dann habe ich immer noch 50 Punkte oder 70 Punkte Puffer aus diesem Bereich, dass der durchaus rein von der Tagesschwankung her das Potenzial hat, in den 12.500er Bereich zu laufen. Ja? Also einen Anstieg in den Bereich, der wäre rein von der Volatilität her nichts Besonderes, ganz normal, passiert tagtäglich und somit kann ich auch noch abwarten, wenn ich hier unten den Kauf nicht kriege, so wie er mir passt oder wenn es charttechnisch einfach nicht so hinhaut, dass irgendwie ich kein vernünftiges Setup hingebaut bekomme, dass ich auch einen Anstieg hier hoch abwarten kann und dann immer noch kaufen kann. Ja, beziehungsweise natürlich auch, wenn der Markt jetzt hier Schwäche aufbaut, unter diese Trendlinie geht, unter die Tagestiefs geht, dass ich genau das gleiche Spiel auch auf der Abwärtsseite spielen kann und dann genauso noch meine 50, 70 oder vielleicht sogar 100 Punkte Chance auf der Abwärtsseite hätte. Ja, das jetzt mal dazu. Wie gesagt, dieses kleine Setup würde ich jetzt hier mal abwarten, gucken. Wie gesagt, wenn er jetzt hier nochmal so ein bisschen Schwäche kriegt, dann ist das mal so ein kleiner Trade, kleinere Positionsgröße, den man schon auch mal machen könnte. Ja. Ja, das hast du aber wieder sehr ausführlich und schwungvoll be Ja. beschrieben, mein Guter. Da bin ich ja überhaupt nicht in Sorge, dass wenn ich mich jetzt gleich abmelde, ich dachte, vielleicht ich steuere noch mal meinen Senf bei, aber du warst so in Redefluss, ja, da muss ich sagen, da wollte ich dich jetzt auch nicht ausbremsen. Perfekt. Ich muss mich allerdings an der Seite gleich dann mal verabschieden für die Teilnehmer und wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß, aber ich hab mir da überhaupt keine Sorge, dass der hier die Leute entsprechend in die US-Markteinführung, Eröffnung sozusagen überführst sozusagen. Den Fragechat hier mit dem Frank, mit den Stop-Phishing, da kann man nur sagen, also bei uns gibt es ja keinen Stop-Phishing, Frank. Du musst wissen, wir sind ja da nicht mit einem eigenen Buch beseelt bei JFD. Das heißt, wir schieben nicht die Kurse in unsere Zielrichtung, sodass die Kunden da abgefischt werden. Wenn der Markt natürlich in irgendeine Richtung spuckt und die CFDs sozusagen den Futures beziehungsweise den Casa-Märkten dann folgen, dann ist das natürlich etwas, wo jetzt dann nicht von unserer Seite gemacht wird. Und man muss auch wissen, der Liquiditätspool, der bei uns hinten dran steht, ist eben ein Pool, wie der Name ja schon sagt. Und das sind mehrere Anbieter, die da die Preise sozusagen bedienen oder auch abnehmen und die sehen auch nie eure Positionen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ihr seid, wir haben ja auch das USP 100% Anonymität. Das heißt, unser Liquiditätspool, wo die Orders hingehen, sehen niemals, wo eure Take Profit und Stops liegen. Anders eben bei einem Market Maker Broker, der praktisch ein offenes Buch vor sich liegen hat, wo dann natürlich in-house die ganzen Positionen abgesichert sind und die natürlich auch in-house abgefrühstückt werden. Und ja, Stop-Phishing, Stop-Hunting, wie man es nennt, gibt es, gab es, wenngleich nicht mehr so viel wie früher vermutlich, aber es wird tatsächlich noch praktiziert, aber da braucht es bei uns keine Angst haben. Wie gesagt, die Liquiditätsanbieter, die uns die Preise geben, beziehungsweise CFDs euch dann sozusagen verkaufen, die sehen nicht, wo eure Orders liegen. Und wenn der Markt natürlich in irgendeine Richtung schnippt, dann wird das natürlich auch mit dem CFD nachgebildet und dann kann es natürlich auch zu erratischen Bewegungen kommen, je nach Volatilität. Aber grundsätzlich seid ihr bei uns da auf jeden Fall mit dem richtigen Partner unterwegs. Das war jetzt mein Wort zum Dienstag. Ich wünsche dir auf jeden Fall, Markus, da habe ich aber wie gesagt überhaupt keine Sorge, weiterhin viel Erfolg und ich will mal hoffen, dass wir es auch mal schaffen, das komplett durchzuziehen. Vielleicht auch mal so in einem Dreiergestirn, wie gesagt, mit dem Dirk wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Das macht auch recht viel Spaß, dass man es mal zu dritt macht, einfach mal zwei, drei Marktviews dann sozusagen in die Lupe nimmt oder unter die Beschau. Auch mal verschiedene Blickwinkel. Und dann wünsche ich dir, Markus, erstmal viel Spaß. Wir können uns nachher noch mal kurz schließen, dem Rest der Runde auch viel Freude beim US Opening. Und dann bin ich mal sozusagen raus, wünsche euch viel Spaß und auf bald in dem Zusammenhang.
Besten Dank, Chris, jetzt sage ich schon Dirk. Wir schreiben und Machen hören uns. Bis dahin wir. dann. Bis bald und Alles danke klar. nochmal. Jo. Ciao. Ciao. So, dann machen wir mal an der Stelle weiter. Also jetzt kam hier auch als kleine Kritik gerade, möchte ich gerne mal drauf eingehen, in dem Fragefenster, viele Wenns und Oders und Abers, vielleicts, eigentlich Eventualitäten und so weiter, keine festen Regeln, Wischiwaschi. Und so hat er auch im ersten Jahr getradet und dabei Geld verloren. Jetzt muss ich mal dazu sagen, also mein Stil, mein Handelsstil beschreibt sich ja als diskretionärer Händler. Ich habe natürlich in meiner Laufbahn als Trader viele Indikatoren, ich habe Handelssysteme ausprobiert, ich habe auch Handelssysteme gehandelt, teilweise auch erfolgreich gehandelt. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass kein Indikator, kein Handelssystem eben so für mein oder für meine Denkweise mir entgegenkommt, dass ich sage, das ist was, was man über Jahre handeln kann. Also wirklich ein Handelsstil, der annähernd zu jeder Marktphase passt, der irgendwo immer anwendbar ist. Und natürlich spielt meine Erfahrung, die ich hier oder meine Gedanken, die alle, wie ihr wahrscheinlich merkt, wenn ich bestimmte Setups im Kopf aufbaue und sicherlich es teilweise gar nicht schaffe, dann auch bestimmte Denkweisen vielleicht hier in der Ausdrucksweise dann auch noch eben wiederzugeben. Aber dass, wenn man sowas übt, wenn man versucht, wirklich diese ganzen Informationen, die einem rein der Chart bietet, versucht wirklich immer mal auszuwerten und das natürlich nicht in 2, 3 Wochen lernen kann, aber wenn man sich immer wieder, und ich beschäftige mich mit Charts mittlerweile seit fast 20 Jahren und habe diverse Marktphasen erlebt, habe auch diverse Märkte kennengelernt, habe da wirklich extrem viel gesehen, extrem viel eben auch mir einfach nur Märkte angeschaut, Backtests betrieben. Und man muss dazu sagen, wo ich angefangen habe mit dem Handel, da gab es natürlich schon Chartprogramme, die waren bei weitem nicht so professionell, wie sie heute sind. Also Auswertungstools oder ähnliches gab es nicht. Es war auch sehr schwierig, durchgehende Daten zu bekommen. Man hat im Future-Bereich immer nur so die einzelnen Kontrakte und man konnte eben sehr, sehr schwer Strategien testen. Also ich musste das alles händisch machen. Ja, wenn ich, was ich eben heutzutage nicht mehr mache, wenn ich da irgendeinen Indikator mir genommen habe und eben mir entsprechende Setups zurechtgelegt habe, dann kann man das heute teilweise relativ schnell programmieren. Das war früher nur bedingt möglich und wenn, dann war es eben sehr, sehr teuer, sich hier einen Programmierer zu holen, der solch Programmierleistungen dann eben gemacht hat. Somit war es für mich so, dass ich Strategien wirklich händisch in nächtelang, tagelang im Prinzip durchgegangen bin. Also ich habe mir dann irgendeinen Indikator runtergelegt, habe dann geguckt, okay, wann geht hier vielleicht eine Stochastik wieder aus dem Extrembereich raus? Sowas möchte ich kaufen. Dann habe ich hier geguckt, okay, den Kurs aufgeschrieben, teilweise in Excel eingetragen, wo, gut, anfänglich habe ich nicht mal mit Stops gearbeitet, sondern immer nur mit dem Einstieg, habe das dann aufgeschrieben und habe Tage, Nächte, Wochen, Monate bis hin zu Jahren mir wirklich intensiv irgendwie Charts angeguckt und hier versucht, Dinge rauszulesen und habe versucht, schon auch anfänglich den Heiligen Gral zu finden. Das hat natürlich nicht funktioniert und man hat diesen Heiligen Gral nicht gefunden, aber der große Vorteil aus dieser Geschichte ist, dass ich natürlich dadurch, durch dieses intensive Marktgucken und auch am Tag Marktbeobachten, natürlich ein gewisses Gefühl sich entwickelt hat, wie Märkte sich bewegen und dass ich jetzt eben wirklich mit relativ geringer Information, also hier, ihr seht, ich habe das Volumen drin, wo ich eigentlich auch sehr wenig drauf schaue. Ich habe dann die ATR drin, die ich aber auch mittlerweile so ein bisschen im Gefühl habe. Sicherlich allerdings schaue ich hier schon immer noch mal zum Abgleich auch persönlich des Öfteren nach. Also ich habe hier eigentlich immer in meinem Chart immer unten diese ATR mit drin liegen. Ja? Aber das ist auch das Einzige, was mehr oder weniger als Indikator drin liegt. Das ist ja nichts, was mir irgendeine Richtung anzeigt, sondern einfach nur ganz banal die letzten 14 Kerzen zusammengerechnet und dann wieder durch 14 dividiert und dann kommt hier unten im Prinzip dieser Wert raus. Also die Schwankung der letzten 14 Kerzen. Ja? So, und dann arbeite ich eben viel mit Widerständen und Unterstützung, gucke mir auf übergeordneten Ebenen den Haupttrend an, gucke dann auch auf untergeordneten Ebenen mir die Trends an und versuche mir daraus dann meine Setups im Prinzip zu bauen. Das jetzt nur noch mal dazu. Und es ist natürlich, ja, ich verstehe das, wenn man mich dann so hört und gerade eben auch das auch nur kurz mal eben aufschnappt und ich dann sage, ja, man könnte und könnte nicht. Wie gesagt,
Trading ist nicht die Einzelentscheidung wichtig. Ja? Und wenn wir jetzt hier heute zum Beispiel 5 Trades machen und die gehen alle in Stop rein, dann ist es, heißt es ja nicht, dass ich ein schlechter Trader bin, sondern dass einfach aktuell meine Setups nicht so funktioniert haben. Wichtig ist es, und das ist auch für euch, das muss man sich immer wieder sagen, immer wieder sagen. Wenn man keine grundlegenden Fehler macht, also wenn ich zum Beispiel, also ein Fehler, der auch oft gemacht wird, ist eben eine falsche Positionsgröße im Verhältnis zum Konto. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier ein 10.000-Euro-Konto hat und man macht jetzt hier, arbeitet im DAX mit Stops, die da so 20 Punkte sind und man hat hier irgendwie 10 DAX-CFDs oder was an der Backe, dann sind das eben mal schnell 200 oder man macht vielleicht noch mehr Kontrakte, ja, sind das mal schnell 200, 300 € Risiko. Und dann, das ist zum Beispiel, wäre in meinen Augen eben ein Fehler, wenn ich da pro Trade im Daytrading da irgendwie 2 bis 3% riskiere, ja, dann ist natürlich, wenn ich dreimal hintereinander falsch liege und vielleicht sogar das Pech habe, dreimal hintereinander wirklich mit meinem Initial Stop ausgestoppt zu werden, dann habe ich mal schnell 10% Minus für mein Konto produziert in einer ganz normalen alltäglichen Situation. Denn 5 Fehltrades hintereinander habe ich. Also man handelt ja nicht nur einen Markt, sondern im Monat, in der Woche sind es schon so 50, 40, 50 Trades, die ich so produziere. Und da ist es schon jede zweite Woche locker dann, dass ich eben auch mal eine Phase habe, wo ich 5, 6, 7 Trades hintereinander Minus habe. Das ist ganz normal. Wirklich, das gehört zum Geschäft beim Traden einfach dazu. Und wenn ich dann ein zu großes Risiko fahre, dann ist das fürs Konto ja prinzipiell erstmal nicht so schlecht. Ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn ich 10% Minus mache und danach eben wieder 15%, 20% nach oben fahre, dann ist das ja erstmal nicht so schlecht. Aber es ist im Kopf. Im Kopf ist es für viele ein Problem und dann fangen die nächsten Fehler an, die man dann anfängt zu produzieren. Somit sollte man eben nicht nur rein vom Risikomoney-Management her, sondern auch gerade von dem psychologischen Faktor seine Stops, seine Stopgrößen entsprechend auch seinem eigenen Mindset anpassen. Und mein eigenes Mindset besagt oder meine Einstellung ist, dass das Risiko pro Trade bei Weitem nicht 1% sein sollte. Ja, da muss schon wirklich alles perfekt laufen. Ich auch wirklich in den letzten 2 Wochen fast nur positive Tage gehabt haben, dass es eben alle Vorzeichen so positiv sind, dass ich vielleicht wirklich mal einen Einzeltrade auf 1% Risiko hochfahre. Aber das kommt im Jahr vielleicht einmal vor. Ansonsten bin ich da im Bereich 0,2, 0,3 bis 0,5% pro Trade Risiko in etwa. Das ist so, dass das, was ich eingehe im Daytrading. Ja, und das sollte man meiner Meinung nach auch im Swing Trading befolgen. Ja, weil es ist völlig egal, ob ich in der Woche nur 40 Trades mache oder im Monat 40 Trades mache. Das Gesetz der großen Zahlen und gerade was Trefferquote und Payoff-Ratio und sowas alles betrifft, ist es eigentlich völlig egal, ob ich nur 40 Trades in der Woche mache oder 40 Trades im Monat und das dann eben oder 40 Trades im Jahr mache. Ich darf trotzdem mein Risiko nicht zu hoch fahren. Ja, weil selbst wenn ich dann eben bei einem Drawdown eben bei einem Swing Trading irgendwie 20, 30% im Minus bin, das will ja auch kein Mensch haben, ne? Also von daher da immer mal aufpassen. Der US-Dollar, japanische Yen. Also okay, wir switchen mal durch die Märkte. Ich bin schon wieder hier so ein bisschen im Quatschen und Machen und wir gucken uns mal die Märkte an. Also DAX hatten wir jetzt auf dem Schirm. Da wäre es schön, wenn der Markt nochmal zurückkommt. Hier in den Bereich hatten wir jetzt Setup formuliert, könnte man machen. Stop-Bereiche hatten wir hier festgelegt, beziehungsweise wäre es schön, wenn wir eben vielleicht nochmal ein bisschen stärker zurückkommen. Gucken wir uns dann mit der US-Markteröffnung dann auch nochmal an. Euro-US-Dollar ist jetzt hier gerade mit dem Switch nach unten in diesem Unterstützungsniveau, was primär erstmal für mich persönlich bedeutet, dass es durchaus denkbar ist, dass wir hier in diesem Bereich irgendwo eine Umkehr formulieren könnten. Ja, bin ich allerdings vorsichtig, beobachte ich erstmal, ob wir jetzt hier durchfallen. Der Chris, der hatte hier sein Abwärtsszenario formuliert. Wer jetzt hier auf der Abwärtsseite drin ist, kann das Ding natürlich wunderbar laufen lassen. Kaufen aktuell nicht, erstmal abwarten, weil es wäre wirklich gegen das aktuelle Momentum, wobei wir hier auf jeden Fall Reaktionspotenzial hätten. Aber das Reaktionspotenzial ist hier auf einer höheren Zeitebene und da kann man durchaus ein bisschen abwarten, weil selbst ein Steigen über diesen Körper, den wir gerade hier rot haben, auch noch für Käufe interessant sein könnte. Also, wer eine Abwärtsseite drin ist, erstmal laufen lassen, vielleicht einen Hauch den Stop nachziehen, je nachdem, wo man seine Zielbereiche hat, um dann hier diesen Trend, der aktuell noch läuft, auch gerne nach unten weiter folgen zu können. Gucken wir uns mal japanischen US-Dollar, was war jetzt die Frage? US-Dollar, japanischen Yen an. Der jagt nach oben. Also wir hatten hier gestern
In der US Opening Bell, meine ich, war es. Da hatten wir uns den Markt schon mal angeguckt. Und ich hatte hier definitiv gesagt, dass der US-Dollar japanische Yen Potenzial nach oben hat. Wir hatten hier gestern mal so ein aggressives Szenario formuliert. Das ist höchstwahrscheinlich, wer es gemacht hat in dieser Art und Weise, hier erstmal schiefgegangen. Hatte aber gezeigt, dass der eigentlich richtige Stop hier unten ist, aber wie eben auch im DAX zu der aktuellen Situation das nicht gepasst hätte und mir persönlich eben es eigentlich lieber gewesen wäre, wenn der Markt eben so weit nach unten kommt, dass ein Stop hier unten eben interessant ist, weil wir haben diesen Bereich, der hier rot ist, als Zielbereich gestern markiert gehabt. Da sind wir jetzt gerade dran. Und jetzt eben wieder, also das ist halt meine Herangehensweise. Jetzt ist der Kauf erstmal zu spät. Was will ich jetzt hier kaufen? Mit welchem Ziel will ich das Ding kaufen? Ja, wenn ich hier meinen Zielbereich habe, den ich gestern erstmal festgelegt habe, der auf übergeordneter Zeitebene ist, der Trend abwärts. Wenn wir uns hier ist so ein Bereich mit diesen Tiefs und mit diesen Hochs, dieser Bereich hier, der führt zu diesem Zielbereich und der ist definitiv auch, wenn der Markt nicht extremst stark ist, also wirklich, da muss der schon richtig Dampf haben, dass der hier in einem Zuge durchläuft, dann reagiert der Markt auf jeden Fall in diesem Niveau. Und das zeige ich nicht, ich euch mal kurz ein. Wie ich mir das jetzt so vorstellen könnte. Also durchaus hier noch Potenzial, dass wir dann eben dieses kleine Stück hier noch nach oben laufen, vielleicht auch kurz hier drüber switchen. Ja, Moment, nehme ich nochmal kurz den Pfeil. Ja, und dann erstmal idealerweise so eine kleine Korrektur hier in irgendeiner Art und Weise aufbauen. Ideal, wenn ich mir das hier anschaue, da haben wir hier ein Hoch, da haben wir hier ein Hoch, hier haben wir auch diese Tiefs, dass der Markt idealerweise nochmal in den 186er Bereich zurückrutscht. Vielleicht macht er es nicht ganz so stark. Da müsste man noch mal gucken, dass es vielleicht sogar leichter drüber ist. Ja, aber hier, sobald der Markt in diesem Bereich irgendwo ist, einen Long-Trigger suchen, um dann nochmals mit dem Ziel, dass der Markt an diesem Bereich, den ich jetzt schon als Ziel habe, rangeht, beziehungsweise dann noch ein bisschen die Chance hat, höher zu laufen. Aber dann ist erstmal aus rein charttechnischer Sicht auch theoretisch erstmal Schluss, weil diese Abwärtsbewegung, die hier, die ist eigentlich die trendbedeutendste Bewegung. Aktuell sind wir in einer Erholungsphase, die hier schon noch weiter sich weiter fortsetzen könnte. Aber in der aktuellen Situation würde ich einen Rücklauf abwarten, und nicht jetzt hier reinspringen, um mir so ein bisschen Scalping zu betreiben. Weil auch Scalping muss ein positives Chance-Risiko-Verhältnis haben. Und das ist für mich auch mit Blick auf den Spread und auf noch viele andere Faktoren, ist das einfach nicht mein Trading-Stil. Ja. Es gibt sicherlich vielleicht den einen oder anderen, der mit dem Scalping, also wirklich mit so ganz kleinen kurzfristigen Dinger, mal hier 5 Punkte, mal da 8 Punkte, irgendwo vielleicht Geld verdient. Aber ehrlich gesagt, habe ich noch keinen erlebt, der wirklich langfristig mit Scalping erfolgreich ist, beziehungsweise sind im Verhältnis zu einem Trading-Stil, der eben mit größeren Zielen und Stops arbeitet, die Kosten, gerade was den Spread betrifft und auch die Trades an sich, die ja teilweise auch noch Geld kosten, sind die im Verhältnis zu dem potenziellen Gewinn, den man da machen kann, auch doch verhältnismäßig hoch. Somit bin ich jetzt nicht der Freund davon, hier aggressiv irgendwie da auf kleine Bewegungen zu setzen, ja. Somit wäre das jetzt meine Kernüberlegung. Ja, weil der Markt eben schon gelaufen ist. Heute Vormittag, beziehungsweise auch gestern, sah hier das Bild ja noch definitiv anders aus. Ja, und wer da eben dieser Überlegung von gestern gefolgt ist und hier noch drin ist, der hat es eben geschafft, eben diesem schönen Trend, der da angenommen wurde, zu folgen. Jetzt wartet man einfach auf die nächsten Situationen. Ja. Es gibt eben nicht immer Situationen, sofort zu handeln. Von daher, das jetzt hier mal der Blick dann auf den US-Dollar, japanischen Yen. Schauen wir uns mal, Moment, den britischen Pfund an. Ziehen uns das hier mal ein wenig zusammen. Ja. Wir sind hier in einem oder nach wie vor in diesem wichtigen Bereich, sind jetzt schon knapp drunter. Also im Moment, wo haben wir es hier? Im britischen Pfund war der Bereich hier, ja, das war der kam dann auch schon hier aus der vorherigen Woche. Der war halt wichtig für die Aufwärtsseite. Ja, also alles darüber war für mich persönlich, wo ich gesagt habe, okay, man kann die Aufwärtsseite versuchen, um hier diesem Aufwärtspotenzial, was sich hier schon entwickelt hat, und dem generellen Aufwärtstrend, um diesen hier weiter zu folgen. Ja, das haben wir jetzt aktuell zwar erst leicht, aber wir sind jetzt erstmal unter diesem Bereich. Was für mich bedeutet, ich denke jetzt erstmal nicht über Käufe nach. Der Markt sollte aus dem aktuellen Kursbereich hier auf jeden Fall erstmal wieder über die 1,40 steigen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wenn wir darüber kommen, vielleicht etwas hier nach oben drüber laufen, dann ebenfalls wieder diesen Rücksetzer, um dann
die Aufwärtsseite zu handeln. Und meistens oder ganz oft erwischt man eben, indem man hier so wartet, dann auch wirklich hier starke Bewegungen. Ja? Also das ist wirklich eine schöne Geschichte, hier dann eben abzuwarten. Aktuell ist einfach auch hier und der Euro-US-Dollar, der drückt ja hier nach unten gerade ein bisschen, ist auch hier im britischen Pfund die Gefahr, dass wir weiter nach unten rutschen, erstmal da. Würde natürlich bedeuten, dass man jetzt auch sagen könnte, ich suche mir vielleicht hier mal ein Short-Setup. Ja, können wir uns auf kleiner Zeitebene mal anschauen. Das wäre dann allerdings antizyklisch. Ich würde dieses Short-Setup hier dann zum Beispiel auch wieder nur mit einer halben Positionsgröße handeln, um hier einfach das Risiko verhältnismäßig gering zu halten. Ja, gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier schon den Durchbruch durch dieses Niveau, sind jetzt hier mal schon kurz rangelaufen, sind jetzt weiter auf dem Weg nach unten. Den Durchbruch hier, den würde ich jetzt erstmal nicht handeln, wenn man das auf dem Schirm hat. Da würde ich abwarten. Moment. Um jetzt hier mal auf kleiner Zeitebene ein Setup zu formulieren, was ich jetzt vielleicht nicht so schlecht finde. Also wenn der Markt hier unter dieses Tief mal kurz runtergeht, wäre schön, ja, dann erstmal wieder anzieht in diesen Bereich hier 39,75, 39,80, um dann eben die Abwärtsseite zu spielen. Ja, Problem hier so ein bisschen, charttechnisch müsste der Stop hier oben sitzen. Und ich denke, wenn man jetzt schon so ein bisschen verfolgt hat, wie ich so agiere und ticke und denke, dann sieht man schon rein optisch, dass hier wahrscheinlich der Stop, beziehungsweise müsste eigentlich hier so drüber sogar noch liegen, dass der jetzt für diese Trade-Überlegung hier kurz mal runter, hoch und dann hier diese Bewegung zu handeln, dass der Stop hier oben eben viel zu groß ist. Sprich, man müsste sich diesen Luxus gönnen. Und für diese Situation dann einen Stop wählen, der wahrscheinlich hier, könnte man nochmal auf den Minutenchart gucken, aber da selbst auf dem Minutenchart finde ich hier keine großartige Erholung, so dass ich dann eben schauen muss, ob man hier über diese Kerze den Stop legt oder sogar über diese Kerze. Müsste man dann eben irgendwie machen. Ja, nicht so schön, aber ja. Aber wie gesagt, erstmal müsste der Markt nochmal kurz ein Stück nach unten gehen, um dann die Erholung zu machen. Jetzt aktuell schauen wir mal, wenn der Markt hier in den Bereich 39,80 beziehungsweise vielleicht sogar noch einen Hauch höher läuft, hier, wenn man sich die Bewegung anguckt, wenigstens 38,2 Retracement, Moment, zeige ich euch mal ein, wenn man jetzt hier dieses Fibonacci nochmal ziehen würde, also dass wir hier wenigstens in den Bereich jetzt aktuell nochmal zurücklaufen, um hier zu verkaufen oder eben, wenn der Markt doch neue Tiefs macht und dann hier in diesem Bereich zurückläuft, dann eben zu kaufen, dann ist es ungefähr das 23% Retracement hier nach Fibonacci. Ja, wenn man jetzt danach so ein bisschen geht. Das ist jetzt das, worauf ich im britischen Pfund warte. Und wenn ich das jetzt in jedem Markt mache, dann werden da schon auch über den Nachmittag nochmal wird das ein oder andere Setup hier eintreten, was man dann handeln kann. Ja, schauen wir mal aufs Gold. Da sind wir in dem 35er-Bereich gelandet. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen verpasst. Wo ich mich vorbereitet habe vor dem Webinar, waren wir noch hier in dem Bereich. Und ich hatte heute früh als letzte Worte, wo ich aus dem Webinar gegangen bin, gesagt, achtet im Gold auf die 13,35 beziehungsweise hier auf dieses Unterstützungsniveau. Das ist der Bereich, den ich ganz gerne kaufen wollen würde. Ja, und jetzt hat der Markt hier schon Reaktionen gezeigt. Also diese Überlegung, und das ist jetzt das, was sowas ärgert mich dann schon so ein bisschen, wenn der Markt eben in diesem Bereich läuft, der hier für mich interessant ist zu kaufen, und dann eben schon wieder auf dem Weg nach oben ist, weil wir sind jetzt hier schon wieder um die 2 Dollar weg, was jetzt für diesen Trade bedeuten würde, dass ich dann schon mit meinem Stop hier wahrscheinlich in dem Bereich meines Einstiegs liegen würde. Ja, also hier schon wieder kein Risiko mehr hätte. Und das auch ein Niveau ist, um hier auf Swing-Trading-Ebene gegebenenfalls wirklich auf Long-Richtung zu handeln. Wobei ich denke, vielleicht bekommt man hier auch nochmal eine zweite Chance, irgendwo in den Markt reinzukommen, etwas tiefer, als wir uns jetzt hier befinden. Aber das ist so ein Bereich, den ich ganz gerne gekauft hätte, hier der 35er-Bereich, weil er einfach wirklich in der Vergangenheit so oft Widerstand und Unterstützung dargestellt hat, dass es eben oft auch so ist, dass der in Zukunft dann, also jetzt in der aktuellen Situation, entsprechend Widerstand bzw. Unterstützung zeigt. Da warten wir jetzt erstmal ab, beziehungsweise wenn man hier wirklich von der Stärke des Goldes ausgeht, dann kann man hier den 13,40er-Bereich noch abwarten, beziehungsweise dann auch die 43, wenn wir hier über diesen Bereich laufen, dann ist ja immer noch genug Potenzial zu diesen Bewegungshochs hier oben in dem 13,60er-Bereich und dann könnte man hier eben natürlich weiterhin kaufen, weil alles über 13,35
beziehungsweise vorher war es dann auch noch der 13,45er Bereich, war dann die Long-Seite, somit war jetzt hier erstmal die Aufwärtsseite uninteressant, kam dann erst hier unten mit dem Erreichen dieses Unterstützungsniveaus wieder in den Fokus für eventuelle Käufe, aber selbst wenn der Markt jetzt wegrennt, dann gucke ich eben hier oben nochmal nach Käufen oder vielleicht antizipiere dann den Durchbruch. Müssen wir mal schauen, was jetzt hier noch passiert. Wäre der Einstiegsträger hier jetzt also auf dem Chartniveau, Philipp, meinst du? Ja, also wenn man hier auf dem Stundenchart agiert, was ich eigentlich nicht mache, also ich schaue schon dann hier auf dem Stundenchart, entwickle ich meine Ideen und gucke dann teilweise auf dem 5-Minuten-Chart, je nachdem, wenn es ein Daytrade ist, gehe ich auch manchmal auf den Minuten-Chart runter und suche mir dort meine Einstiegsträger. Hier ist es richtig, wenn man auf dem Stundenchart agiert und hier vielleicht ein Swing-Trade baut in Richtung der Hochs, dann ist es richtig, völlig richtig, dass der Trigger, Moment, für die Long-Seite dann das Überschreiten hier dieses Hochs ist. Ja? Also erst wenn der Markt hier rüberläuft und dann eben auch hier drüber schließt, beziehungsweise leicht aggressiver direkt das Erreichen dieses Hochs hier dann eben das der Kaufpunkt, dann muss man halt gucken, dass man dann auch mit diesem Stop hier unten und einem gesunden Chance-Risiko-Verhältnis hier irgendwie agiert. Das ist völlig richtig, aber für mich persönlich, wie gesagt, ist der Stundenchart jetzt nicht der Start, der Chart, wo ich jetzt meinen Kernfokus drauf habe. Gucken wir mal, H4 und Tageschart. Ich persönlich sage, Gold ist auf dem Tageschart long. Warum? Weil die letzte Kernbewegung, die ich jetzt hier wirklich sehe, aufwärts gerichtet ist. Dann haben wir eine Konsolidierung, sind jetzt hier nach oben gelaufen, haben hier zwar die Hochs erstmal nicht wirklich erreicht, aber generell ist hier der Fokus für mich persönlich long. Was da bedeutet, dass ich über dem Bereich 13,40 gesagt habe, okay, man kann die Long-Seite weiterspielen. Ja, definitiv denkbar. Ab dort wurde es allerdings etwas vorsichtiger, als ich gesagt habe, aggressiv, ich glaube in der Wochenanalyse habe ich das auch gesagt, müsste man nochmal gucken, habe ich das nicht im Kopf, dass man hier aggressiv in Richtung 35 die Abwärtsseite spielen könnte. Hat sich allerdings nicht so ergeben, weil wir gestern im Prinzip diesen Feiertag hatten, hier diese Seitwärtsphase hatten, ja, und die eigentliche Kernbewegung über Nacht stattfand. Und hier sitzt wahrscheinlich keiner von uns großartig vorm Rechner, um diesen Trade einzugehen. Dann kam natürlich hier nochmal so ein bisschen jetzt mit ein bisschen weniger Dampf die nächste Bewegung nach unten. Aber die meisten, denke ich, haben das hier nicht handeln können. Es sei denn, ist es gestern hier schon mal einer irgendwie ein bisschen aggressiver auf der Shortseite eingestiegen. Ich persönlich war nicht dabei, obwohl ich eben gesagt habe, es ist denkbar unter der 40 beziehungsweise unter diesem Unterstützungsniveau hier auch in Richtung 35 die Abwärtsseite zu handeln. Ab hier greift jetzt wieder ein Long-Setup, wo ich sage, okay, es ist durchaus denkbar, dass wir hier diese Kernrichtung auf der Aufwärtsseite, die wir auch in den letzten Tagen dann schon mal wieder mit ein bisschen Momentum hatten, die wir generell vorher hatten, dass die hier wieder auf die sich auf oder aufnehmen könnte, der Markt aufnehmen könnte. Ja, somit auch auf dem 4-Stunden-Chart sind wir natürlich, wenn man diese Bewegung sich anguckt, sind wir short gerichtet. Aber die Kernbewegung, die letzte Kernbewegung ist eigentlich long. Ja, somit, also das ist meine Ansicht. Ja, wichtig ist ja, dass eben derjenige, der hier auf der Short-Seite unterwegs ist, dann entsprechend sich Short-Setup sucht und einfach dann eben dieser Short-Seite folgt. Ja? Und die Short-Seite wäre jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt Short eingestellt wäre, würde ich hier auch nicht aggressiv jetzt auf der Short-Seite einsteigen, sondern ich würde das, was ich jetzt auf der Long-Seite erwarte, dass der Markt hier vielleicht hingeht und dann vielleicht hier drüber geht, wo ich dann hier drüber dann gegebenenfalls long handle, würde ich jetzt auf der Short-Seite sagen, Moment, welche Farbe haben wir jetzt hier, dass der Markt eventuell sich bis hierhin erholt, um dann die Abwärtsseite Richtung 35 zu handeln, beziehungsweise wenn ich die Short-Seite ja favorisiere, auch davon ausgehe, dass wir hier vielleicht weitere Bewegungstiefs machen. Auch aggressiv wäre es denkbar, wenn der Markt jetzt hier die Tiefs rausholt und das wäre für mich, da würde ich dann auch persönlich sagen, okay, der wichtige, sehr wichtige Bereich 35 wurde gebrochen und der nächste wichtige Bereich ist der 13,20er Bereich. Das ist dann hier sogar noch unter diesem 25er Unterstützungsniveau. Dann sage ich sogar, okay, ja, vielleicht eben die Aufwärtsseite nicht so interessant. Ich würde hier unter dem 35er Bereich dann eben
auch würde ich die Abwärtsseite favorisieren. Aktuell durch dieses Unterstützungsniveau 35 die Aufwärtsseite mit dem Blick, dass vorher Aufwärtsseite interessant war. Sollte der Markt hier hinlaufen, dann mache ich persönlich nichts, sondern ich würde erst wieder hier drüber kaufen. Derjenige, der Short eingestellt ist, hätte hier natürlich Short-Potenzial. Definitiv. Warum nicht? Wie ich meine, hier kommt die Frage, wir gucken erstmal kurz nochmal die anderen Märkte kurz durch, 15:14 Uhr. Ja, wir haben es ja jetzt eben eine Viertelstunde vor der Eröffnung. Jetzt kommt der DAX hier nochmal wieder in das Unterstützungsniveau runter. Schauen wir mal, also wo jetzt im Prinzip dieser Trade hier, der hat jetzt kurz reagiert, schauen wir mal kurz, ne? Wir hatten hier diesen Bereich, wir hatten ja gesagt, so der 7er-Bereich kaufen, ne? Dann ist der Markt bis 11 gestiegen. Das ist jetzt nicht großartig viel, aber vielleicht hätte man jetzt hier schon mal ein Scale-Out in diesem aggressiven Setup drin. Reststop lag ja hier drunter und dann fliegt man eben da raus oder nicht raus, dann ist es halt ein negativer Trade, ne? Moment, den Dow wollte ich mir nochmal angucken. Da passiert jetzt noch nicht viel. S&P auch noch nicht viel. Also wer sich für den Bund interessiert, wir haben generell im Bund einen Abwärtstrend. Jetzt haben wir in der vergangenen Woche schon mal so ein bisschen stärker wieder uns nach oben bewegt und hatten hier in dem Bereich dann eben 58,75. Das war das Hoch hier auch. Ist eigentlich so der kernunterstützende Bereich. Den habe ich jetzt hier in der Chartsoftware gar nicht drin liegen. Den hatte ich hier in meinen Analysen schon als oder als Kernwiderstand für die Abwärtsseite. Ja, festgelegt für die vergangene Handelswoche. Wir sind ja hier auf dem 4-Stunden-Chart. Wo ich jetzt sage, okay, alles da drunter ist erstmal weiter möglich, dass wir die Abwärtsseite erneut annehmen. Ja, also hier mal gucken an den entsprechenden Widerständen, wenn ich ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis habe. Idealerweise, dass der Stop dann hier über diesem Niveau liegt, wenn man so ein bisschen auf Swing-Trading-Absicht geht, mit dem Erreichen, also mit dem Potenzial, dass der Markt hier neue Tiefs aufbaut, dann ist hier an den entsprechenden Widerständen, müsste man nochmal im Feintuning gucken, erstmal die Abwärtsseite definitiv noch interessant. Sollten wir allerdings über den 58-75er-Bereich hier laufen, dann wird eben hier erstmal es durchaus möglich, dass wir in den 59,50er Bereich, das ist dann hier dieses Gap, dieses kleine Mini-Gap mit diesen Tiefs, dann eben laufen, das ist die 59,50 hier so in etwa, beziehungsweise 59,75 in dem Bereich laufen, als letzten Point dann den 60er, knapp über dem 60er Bereich. Ja, dann kann der Markt hier durchaus noch weiteres Potenzial auf der Aufwärtsseite haben. Selbst dann wären wir vom Kernchart her nach wie vor trotzdem auf der Abwärtsseite unterwegs, ja. Aber er kann natürlich, nachdem er bestimmte Bereiche überschritten hat, weiter stärker aufbauen. Und alles, was über 58, 75 ist, wäre für mich von der Abwärtsseite her erstmal nicht mehr so interessant. Ja. Wie zeichne ich, kommt jetzt hier die Frage, wie zeichne ich mir Widerstände und Unterstützungen in den Markt? Ich mache da wirklich nicht so einen großen Hehl draus. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwo einen Chart finden, den ich hier irgendwie in letzter Zeit mal geöffnet habe. Wo wir nicht großartig viel drin haben. Wir nehmen uns mal das Gold und ich nehme mal hier alles raus. Moment. Und jetzt haben wir hier einen Tageschart, ne? Und ich fange auch meistens auf dem Tageschart an, mir die kernunterstützenden und Kernwiderstandsbereiche einzuzeichnen. Relativ banal. Also ich schaue hier, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier eben bestimmte Punkte, wir haben hier Tiefs, wir haben hier ein Hoch, wir haben hier Hochs, hier jetzt nicht mehr so viel, aber das ist auf jeden Fall für mich ein Bereich, der wichtig ist. Ja? Der wurde sehr oft von der Unterseite angegriffen, hat auch von der Oberseite teilweise eben ein interessantes Niveau gehabt. Somit ist der Bereich 20. In dem Fall 93,50, erstmal in einem Bereich, der nicht so uninteressant ist. Jetzt gehe ich weiter und schaue, eben, wir sind jetzt ja auf dem Tageschart, schaue, wir haben hier so einen Bereich, ein bisschen interessanter, umso näher im Prinzip wichtige Bereiche dran sind, umso wichtiger wird es. Aber wir haben hier ein Tief, wir haben hier mehrere Tiefs, wir haben hier ein paar Hochs, wir haben hier mal eine Reaktion gehabt. Also ist der Bereich, müsste man mal gucken, ob man den hier nimmt, der Bereich ebenfalls eben ein Unterstützungsniveau, was nicht so uninteressant ist. Ja? Jetzt gehe ich eben weiter, gucke. Wir haben hier Hochs, wir haben hier so ein Gap gehabt, also das war ein Schlusskurs hier, wir haben so ein paar Tiefs in dem Bereich gehabt, hier hat der Markt mal so ein bisschen rumgependelt, hoch, tief, tief, also der Bereich ist für mich ebenfalls erstmal ein wichtiger Bereich. Weiter, gucken wir weiter hoch, gucken
gucken wir mal, sind ein paar Hochs, hier sind so ein paar wichtige Bereiche, das ist aktuell sogar der Bereich, wo wir uns aktuell befinden, aber wir hatten hier so ein paar Schlusskurse, wir hatten hier so ein paar wichtige Punkte, wir haben hier so ein paar wichtige Punkte, muss ich nochmal kurz gucken, ob man den vielleicht sogar ein Stück tiefer sitzt, nee, aber der wäre schon durchaus hier in diesem Bereich wichtig, nichtsdestotrotz haben wir hier, wenn man dann eben auf kleineren Zeitebenen auch nochmal gucken würde, haben wir hier dazwischen und das wäre dann teilweise, zeichne ich mir dann bestimmte Linien, das wäre dann hier der Bereich, wenn ich den dann nochmal markiere. Moment. Na. Wenn ich jetzt. Den würde ich dann hier zum Beispiel so ein bisschen dünner machen. Ja. So, und jetzt fange ich im Prinzip an, mir sukzessive erstmal auf größerer Zeiteinheit im Prinzip Widerstände und Unterstützungen reinzubauen. Dann gehe ich auf den 4-Stunden-Chart, schaue, wie viel Relevanz hatten diese entsprechenden Linien dann auch noch auf dem 4-Stunden-Chart? Passe die dann teilweise mal so ein bisschen an, also ziehe die dann eben ein Stück nach unten, wenn es eben nötig ist, hier an entsprechende Tiefs oder an entsprechende Hochs ran, so dass man hier dann ja seine wichtigen Bereiche eben noch ein bisschen besser trifft. Und gucke dann noch, habe ich hier in diesem Bereich vielleicht noch interessante Tiefskurse, die dann teilweise eben auch noch vielleicht auf dem Tageschart, wenn man dann nochmal genauer hinkommt, vielleicht dann auch irgendwo so ein bisschen zu sehen sind und zeichne mir dann teilweise hier dann entsprechend nochmal wichtige Linien und Bereiche rein. Beziehungsweise hat man hier noch so ein Tief, dann würde ich das hier noch so ein bisschen ranziehen und ja, versuchen mit den entsprechenden Linien einfach so viel wie möglich Punkte irgendwie zu erreichen. Ja? Und da diese Widerstände und Unterstützungen im Endeffekt dann ja auch nur Bereiche darstellen, die für mich als Einstiegsbereich oder als Zielbereich dienlich sind, ist es auch nicht so schlimm, ob das Ding jetzt eben einen halben Dollar höher oder einen halben Dollar tiefer liegt. Ja, mal trifft man den Bereich genau oder die Linie genau, mal verfehlt man so ein paar Punkte. Also das ist ja im Prinzip hier, so gehe ich dann an Widerstände und Unterstützung ran. Da guckt man hier oben nochmal, hat man natürlich den Bereich hier als nicht so unwichtig und ja. So baue ich mir Widerstände und Unterstützung in den Markt. Zusätzlich, aber das kommt dann meistens immer nur kurzfristig in Betracht, schaue ich mir dann den Bereich oder die Fibonacci-Linien, dass ich diese Fibonacci-Retracement mit mir dann nochmal reinzeichne. Das mache ich aber meistens nur relativ kurzfristig, lasse das dann nicht im Markt drin liegen, wo ich dann versuche, entsprechende Reaktionsniveaus, welche der Markt dann eben zeigt, ja, noch so ein bisschen ausloten zu können. Aber meistens ziehe ich diese Fibonacci-Retracements oder diese Fibo-Zahlen dann relativ schnell wieder raus, weil sie mich im Endeffekt dann nur verwirren. Also das ist immer nochmal, die Fibos sind dann so wirklich Feintuning. Ja? Und ja, mehr ist da nicht, wie ich Widerstände und Unterstützung packe. Es kommen dann oft, wie jetzt hier zum Beispiel der 35er-Bereich, also den ich jetzt ganz oft nenne. Ja, das ist hier wirklich so eine ewige Schiebezone gewesen. Auch hier so ewig, wo wirklich, wir sind ja auf dem 4-Stunden-Chart. Und in der Zeit, wo man eben sich mit dem Markt beschäftigt, da merkt man dann, dass dieser 35er-Bereich, ja, hier so oft eine Rolle gespielt hat in der vergangenen Zeit, dass ich einfach dann auch sage, dieser Bereich, der ist extrem wichtig. Das findet man natürlich oder das entwickelt sich dann eben im Laufe der Zeit, wenn ich eben täglich mir die Märkte angucke, täglich eben beobachte, wie verhält der Markt sich an bestimmten Marken, dann kommen so ein paar Schlüsselbereiche raus, wo ich wirklich merke, okay, den hat der Markt, da ist der Markt von oben nach unten wirklich mit Volldampf gekommen und hat exakt da gebremst und wieder umgedreht, ja. Vielleicht 2 Tage später kam der Markt wieder enorm von oben und ist wieder an diesem Bereich hängen geblieben, ja. Also wirklich immer mit Volldampf gegen die Wand und die Wand hat gehalten, ja. Nächstes Mal mit Volldampf gegen die Wand hat gehalten. Also gehe ich davon aus, dass das eben eine wirklich starke Wand ist, ein starker Bereich ist, der auf jeden Fall wieder Unterstützung bieten kann. Oder eben dann auch, wenn er durchbrochen wird, eben wirklich alle Dämme sozusagen brechen und dann der Druck auf der Unterseite ein bisschen stärker werden könnte. Ja, und das ist das, was jetzt hier im Prinzip gerade in der Goldanalyse dann auch stattgefunden hat. Ja, dass ich sage, okay, alles da drüber kann man erstmal von der Long-Seite aus wieder sehen. Und wir sehen gerade, dass das Gold hier wirklich nach oben gerade wegdonnert. Und das ist dann wirklich, das ist halt der Punkt, der dann
wenn man eben so ein bisschen die Sachen auch verquatscht, dann auch gerne mal passiert. Ja, dass wir genau in diesem Bereich, den ich heute früh dann genannt hatte im Webinar, gesagt habe, da unten drauf achten, war meine letzten Worte, in diesem 35er Unterstützungsniveau hier den Markt zu kaufen. Naja, und jetzt sind wir fast $8 höher. Ja, also. Und wenn man dann eben so eine Trades dann auch erwischt, dann ist es egal, ob ich vorher dann ein, zwei Mal irgendwie einen Dollar oder anderthalb Dollar um die Gusche bekommen habe. Wenn ich dann relativ zügig solche Reaktionen habe, dann ja, ist das nicht so schlecht. Ne? Jetzt lese ich hier nochmal kurz. Habt ihr noch weitere Fragen? Ansonsten gucken wir jetzt mal 24. Euro-US-Dollar bremst auch exakt am Unterstützungsniveau gerade ab und dreht hier nach oben erstmal. Schauen wir mal. Ich gucke jetzt mal selbst erstmal so ein bisschen. Ihr könnt ja auch mal eure eigene Analyse machen. Britischer Pfund feuert hier auch extrem nach oben weg. Aus dem Stand, aus diesem Niveau her. Und Objekte. Mal das wieder rausnehmen hier. Es verwirrt im Endeffekt dann nur. Ja, und da seht ihr mal, wie schnell eben das dann auch gehen kann, wenn man eben so ein Trade hier entwirft. Ja, dass das dann eben auch logischerweise auch mal schnell in die Grütze laufen kann. Ne? Das passiert dann halt. So. Mal die DAX angucken. Vor allen Dingen dann eben die US-Märkte. Wie gesagt, der Dow Jones, da müssen wir natürlich jetzt mal so ein bisschen drauf schauen. Den habe ich ja nach wie vor auf der Long-Seite irgendwo auf dem Schirm. Ich würde den halt, wie gesagt, in diesem Unterstützungsniveau, wenn der nochmal so ein bisschen runterkommt, hier, das wäre halt so gut zum Kaufen, das wäre schon interessant, wo ich so drauf achten würde, beziehungsweise müsste man jetzt hier nochmal kurz anpassen, wo das der gestrige Schlusskurs war, der war ja um 19 Uhr gestern, das dürfen wir nicht vergessen. Das war dann hier der Bereich. Und dann ging das ja in der Nacht, dann abends weiter. Das ist so das Schlusskursniveau. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir dann die magentafarbene Linie hinziehen, wenn der Markt jetzt dann eben gleich eröffnet. Ja, wir wissen, der 25.000er Bereich ist eben auch ein relativ starkes Unterstützungsniveau. Knapp darunter ebenso. Ich habe jetzt hier so einen Alarm zum Beispiel drin liegen hier in dem 25.000er Bereich. Also, dass der Markt mich daran erinnert, wenn wir jetzt hier durchlaufen, dann, oder wenn wir in diesen Bereich nochmal kommen, dann könnt ihr durchaus Reaktionen stattfinden, beziehungsweise wäre es halt schön, wenn der Markt vielleicht noch so ein bisschen tiefer rutscht, um hier vielleicht einen Kauf in diesem roten Unterstützungsniveau zu finden, beziehungsweise nächstes Kaufniveau 24.800 wäre auch noch recht interessant. Das ist natürlich nochmal 150 Punkte tiefer zu diesem roten Unterstützungsniveau. Das jetzt erstmal für den Dow, sollte er Richtung Schlusskurs laufen. Also man darf ja nicht vergessen, das ist ja jetzt eigentlich zum Schlusskurs gestern 19 Uhr. Diese Nachtsession hier, die findet ja am eigentlichen Markt nicht statt, sondern der eigentliche Dow Jones an der New York Stock Exchange, der eröffnet ja eben erst um 15.30 Uhr und hat gestern Abend, beziehungsweise der eigentliche Dow Jones, der hat ja gar nicht gehandelt gestern, sondern nur die Futures und die haben im Prinzip dann um entsprechend 19 Uhr dicht gemacht. Somit ist der Future dann, der Future-Schluss gestern, wo noch Handel möglich war, zum eigentlichen Eröffnungskurs ist ja unten. Und wenn man sich hier nochmal den Freitagsschlusskurs anschaut, das war dann, kurz gucken, das war dann hier so der Bereich, so hier, nein, das ist schon die Nachtsession hier. Also dieser Bereich noch ein Stück höher ist der Schlusskurs vom Freitag. Also der kann auch noch interessant sein. Das würde ich jetzt auch noch mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Also wenn man ein bisschen antizyklisch agieren will, wenn man eben die Aufwärtsseite vielleicht auch nicht erwischt hat, dann ist es durchaus denkbar, vorsichtig hier in den Schlusskursniveaus mal so ein Short zu versuchen. Ja, beziehungsweise wenn der Markt eben drüber läuft, dann ist eben, wie gesagt, kerntrendmäßig die Long-Seite interessant und das ist auch das, wo ich mich dann erstmal
drauf fokussiere, Ziel, dass der Markt die 25.500 realistisch erreichen kann. Das sind jetzt auch nur in Anführungsstrichen 400 Punkte. Und wenn wir uns die vergangene Woche mal anschauen, hier der Mittwoch, da ist der Dow Jones aus dem Stand, ja, mit dem Erreichen dieses Tiefs 24.800 bis zum Abend 25.000, knapp 300. Ja, da sind wir um die 500 Punkte gestiegen. Also so 300 Punkte am Tag Schwankung ist schon denkbar. Also da haben wir nach oben, nach unten aktuell noch ein bisschen Luft, weil wir haben aktuell die Schwankung 230. Ja, gute 230 aktuell. Also da ist schon noch ein bisschen Puffer nach oben oder unten hier im Dow Jones. Schauen wir uns nochmal diese Währungen hier an. Das ist natürlich immer dann jetzt auch gefährlich zu handeln, ne? Also stark nach unten, stark nach oben, keine richtigen Stopppunkte, ist immer schwierig, ne? Warte ich jetzt erstmal ab, was hier im Prinzip der Markt zeigt. Ne? Wir hatten diesen 40er-Bereich, da sind wir jetzt nicht drüber. Ich hatte ja gesagt, okay, wenn wir wieder über den 40er-Bereich steigen, da wird die Long-Seite interessant. Das hat er jetzt noch nicht gemacht, sondern sind genau an diesem Bereich abgeprallt und oder erstmal hängen geblieben. Mal gucken, was jetzt hier im britischen Pfund passiert. Aber da könnte man jetzt schon nochmal die Aufwärtsseite denkbar annehmen, wenn wir hier über diese Hochs überall rüberlaufen. Das wäre jetzt auf jeden Fall auch noch eine Überlegung. Im Euro würde ich das jetzt noch nicht machen. Ja, also wir sind ja hier wirklich erstmal noch nach wie vor klar auf der Abwärtsseite unterwegs und hier jetzt aggressiv zu kaufen unter diesem Niveau, was wir heute früh dann immer schon eingezeichnet haben. Ja, das war ja der eins, zeige ich euch mal. Hier so der Bereich dieser zwei Linien, ja, so der 1,24er Bereich, so Pi mal Daumen. Erst darüber hatte ich ja auch gleich eben schon gezeigt. Erst darüber wird es wieder so ein bisschen auf der Long-Seite interessant. Aber Euro, wie gesagt, generell nicht der schönste Markt aktuell. Gut, jetzt haben wir es im Prinzip schon 15:31 Uhr. Gold jetzt hier auf der Aufwärtsseite reagiert. Schauen wir erstmal, warten wir ab. Wir zeichnen mal entsprechend jetzt in den US-Futures hier den Eröffnungskurs rein. Das ist jetzt hier. Und im S&P ist das hier. Hier müssten wir dann auch den Schlusskurs nochmal anpassen. Kurz gucken. Na. Ja, wobei das schon hier der Bereich ist. Ne, lassen wir erstmal drin. Das ist so der Schlusskursbereich gestern dann eben ja, etwas zeitiger. Ne? Also prinzipiell, wenn man sich das jetzt anguckt, ja, wir sind in beiden Märkten unterhalb des gestrigen Schlusskurses, beziehungsweise auch unterhalb des Freitagsschlusskurses, somit erstmal noch im Minus. Ja, also rote Vorzeichen. Und erst wenn wir jetzt hier wirklich über diese Schlusskurse drüber gehen, dann werden die Vorzeichen im Prinzip für den Markt long. Also wenn jetzt eben hier bei NTV oder bei irgendwelchen Nachrichten, Streams oder so vom Dow Jones gesprochen wird, dann wird davon gesprochen, dass der Markt negativ in den Handel startet. Ja, und viele, die das dann eben hören und die hören eben negativ, die sind dann vielleicht auch gewillt, unterhalb des Schlusskurses, solange der Markt eben negativ ist, auch erstmal noch zu verkaufen. Sprich, es könnte hier Druck auf der Abwärtsseite aufkommen, idealerweise in meine Unterstützungsniveaus rein. Und in der Eröffnungsphase, also ab 15:30 Uhr bis 16 Uhr, bin ich hier im Dow Jones und im S&P auch immer erstmal ein bisschen vorsichtiger, weil der Markt, der rennt jetzt gerne eben mal nach oben, der rennt jetzt gerne mal nach unten und ist dann eben nach einer halben Stunde wieder in dem Eröffnungsniveau. Ja, nur wenn wir sehr starke Trendtage haben, dann rennt der Markt oft dann wirklich direkt ab Anfang an los. Aber dann haben wir ja auch unsere Szenarien, wenn wir hier rüberlaufen, dass wir an bestimmten Stellen weiterhin mit der Long-Seite eben gegebenenfalls rechnen. Ja, also somit schauen wir uns das dann entsprechend noch an. Gibt es von eurer Seite noch Fragen zu Märkten, die man sich anschaut oder irgendwelche Setups, die ihr vielleicht habt, die wir mal besprechen können? Ich switche jetzt mal nochmal durch die Märkte durch, was hier gegebenenfalls noch erstmal sich am Setup ändert.
Also die Öle, ja, wenn man mal kurz bei den Ölen bleibt, also prinzipiell haben wir Kerntrend aufwärts. Ja, haben jetzt allerdings hier auf etwas kurzfristigen Ebene natürlich eine Sequenz fallender Tiefs und fallender Hochs aufgebaut und haben jetzt uns hier im Verhältnis zu dieser Abwärtsbewegung auch schon wieder ungefähr 50% vom Fibo-Level eben sind zurückgelaufen. Was da bedeutet, dass die Abwärtsseite erstmal so ein bisschen wieder ad acta gelegt ist, die Aufwärtsseite aber für mich persönlich auch noch nicht so interessant ist. Ja. Hier würde ich jetzt erstmal abwarten, wenn man sich, das kann man, sind beide Öle so ein bisschen ähnlich. Ne? Dass hier diese Aufwärtsseite, also hier hat man noch gesagt, okay, man könnte eben hier im 38,2er Retracement verkaufen, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Dann kam der Markt da wieder zurück, lief dann hier wieder drüber, dann kam hier das 50er Retracement, da ist er knapp dran gelaufen, dann auch nochmal reagiert, aber eben auch schon nicht mehr bei Weitem so weit wie hier unten noch. Ja. Somit sind die Öle gerade so ein bisschen blöd, da würde ich prinzipiell auf Folgendes warten. Und ich handle die aktuell nicht, warte da lieber ab. Moment, wo ist meine Maus? Dass hier wirklich der Markt erstmal noch so ein bisschen stärker reagiert, dann sich hier nochmal irgendwie an entsprechend entweder an das Retracement oder eben hier noch ein Stück höher reagiert, um dann erst eventuell diese Abwärtsseite erneut zu handeln. Ja? Oder wenn der Markt jetzt hier, Moment, eben weiter anfängt zu steigen, ja, dass man jetzt vorsichtig mal wirklich über den einen oder anderen Kauf nachdenkt, weil man einfach davon ausgeht, dass hier die Chance, dass der Markt gerade hier das Brent, das war hier Richtung 68 weiter steigen, wenn das die denn gegeben ist, so dass man dann eben langsam anfängt, die Aufwärtsseite zu handeln oder hier nach entsprechend eingezeichneten Setup dann erst abwarten und dann eben gegebenenfalls die Long-Seite zu handeln. Ja, aktuell finde ich die Öle nicht so schön. Vorher war ich hier weiterhin auf der Abwärtsseite, habe aber gesagt, dass nach der Bewegung eben die Gegenbewegung schon etwas stärker ausfallen sollte und hatte das 38,2 Level hier als potenziellen Verkaufspunkt genannt. Letzte Woche war das, glaube ich. Die Frage ist jetzt hier, was ich davon halte, wenn Paare eine starke Korrelation haben, also wie zum Beispiel Euro-US-Dollar und britischer Pfund-US-Dollar. Die ja von der Tendenz her, zeichne ich mal ein, gucken wir mal, beides auf den Tageschart. Ja, also wir haben hier im Euro-US-Dollar aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. Wenn wir uns das im britischen Pfund nur vom groben Bild auf dem Tageschart mal angucken, sind wir auch aufwärts, abwärts. Was hat man jetzt eingezeichnet? Ja, aufwärts, abwärts sind sehr blöd. Moment, ich ziehe es nochmal rüber. So, und so haben wir ja ungefähr das Bild im Euro. Ja, zack, zack. Und wir sehen hier allerdings, dass diese Aufwärtsbewegung, die hier im britischen Pfund bei Weitem nicht so stark war wie im Euro. Der Euro, der ist hier nochmal in diesen oberen Bereich reingelaufen, ja. Und das haben wir hier, haben sogar die Hochs rausgeholt. Also diese Bewegung war stärker im Euro als diese Aufwärtsbewegung im britischen Pfund. Nichtsdestotrotz ist diese Kerntendenz beider Märkte gleich oder ähnlich. Jetzt ist die Frage, ob es dann nicht Sinn macht, korrelierende Märkte gleichzeitig zu handeln. Genau, dass sie gleichzeitig getradet werden. Also wenn ich eben davon ausgehe, dass ein bestimmter Markt in einem bestimmten Niveau reagieren könnte, dass ich dann beide Märkte zum Beispiel kaufe, in der Hoffnung, dass vielleicht der eine etwas stärker moved als der andere. Das denke ich mal, sollte jetzt hier die Kernidee hinter dieser Überlegung sein. Ich mache es nicht, weil ich doch trotzdem, auch wenn ich eine etwas stärkere Korrelation entdecke, die ich auch in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder genannt habe, teilweise gesagt habe, ich würde jetzt diese Überlegung lieber im britischen Pfund handeln, teilweise diese Überlegung lieber im Euro. Da habe ich teilweise richtig gelegen und teilweise falsch, aber ich habe eben auch in dem einen oder anderen Markt eben dann trotzdem gute Bewegungen rausholen können. Und ich handle nicht beide gleichzeitig, sondern versuche trotzdem immer noch eine getrennte Analyse von den Märkten zu machen. Und wir hatten zum Beispiel als Beispiel, jetzt muss ich die Tage überlegen, war es dann am Mittwoch schon nach dem Konsumerpreisindex oder am Donnerstag, wo wir den Euro schon auf der Long-Seite hatten, ja, aber den britischen Pfund noch auf der Short-Seite. Und wir waren hier noch, das war dann, glaube ich, der Mittwoch, wo wir dann hier unten nochmal die Tiefs ausgebaut hatten, ich gezeigt habe, guck mal, wenn der Markt jetzt hier nicht zwingend mit dem Konsumerpreisindex, sondern eben auch danach nochmal unter ein bestimmtes Level rutscht, dann wäre hier aktuell rein charttechnisch noch die Abwärtsseite
also aktuell. Das hat der britische Pfund dann nicht gemacht. Und zum gleichen Zeitpunkt hatten wir den DAX, den Euro-US-Dollar aber schon teilweise im Long-Bereich. Ja? Und wo ich dann eben sage, pass auf, der eine Markt Short, der andere seit Markt Long. Und würde ich auch teilweise beide Märkte handeln, aber dann eben gegensätzlich sozusagen mit dem Gedanken, wenn der Markt, also manchmal funktionieren beide Ideen, ja, durch mein Trade-Management läuft der eine, wird nicht ausgestoppt, aber der andere ist schon so weit im Gewinn, dass ich da schon wenigstens einen Break-Even-Stop ziehen kann oder den Stop schon ins Plus ziehen kann. Oft passiert es natürlich dann, wenn die Märkte gleichzeitig oder korrelierend sind, dass der eine Trade dann ausgestoppt wird, aber der andere Trade dann eben entsprechend mehr rausholt und dann mein Minus hier wieder refinanziert wird, beziehungsweise unterm Strich für beide Trades auch ein Plus rauskommt. Beide gleichzeitig, ja, nee, mache ich nicht gerne. Okay, das zu dieser Frage. Gut, schauen wir mal. Kurz den Euro anschauen, Moment. Ich gucke mir mal den Euro an, ob man den vielleicht sogar nochmal auf der Abwärtsseite nehmen könnte. So. Dreiundzwanzig, 55, 61, 15. Würde ich mal versuchen. Den Euro-US-Dollar, der ist jetzt hier zwar noch kurz vor Widerstandsniveaus, also man muss gegebenenfalls damit rechnen, dass man hier den Euro-US-Dollar doppelt angreifen muss, aber also jetzt hier einen etwas aggressiveren Einstieg, etwas schöner wäre es, wenn wir im Prinzip hier an dieses Tiefniveau nochmal ranlaufen. Ja, das wäre eigentlich das schönere Bild, hier den Markt zu verkaufen. Aber wenn wir wirklich schwach sind, schafft er das dahin nicht. Somit kann es sein, dass wir hier in diesem Bereich jetzt den Trigger abwarten, um eben den Euro-US-Dollar hier schon mal auf der Abwärtsseite zu nehmen. Wenn er uns den Gefallen tut, dann steigt er jetzt hier nochmal in den Bereich und wir kriegen einen besseren Einstieg, weil hier charttechnisch, ja, dieser Stop hier über diesem Hoch erstmal eigentlich so der einzige Punkt wäre, der mir jetzt so ein bisschen auffällt. Der ist im Bereich 73, 23, 73. Und wenn man hier den 70er-Bereich 65 vielleicht bekommt und den Stop hier ein Stück drüber packt, dann wäre das interessant, weil wir haben aktuell nur eine ATR von 7 auf dem 5-Minuten-Chart, was so einen Stop zwischen 10 und 15 Punkten oder Pips erlaubt. Schauen wir nochmal auf den Minuten-Chart. Jetzt kommen wir hier durch. Auf den 5-Minuten-Chart hatten wir gerade geguckt. Also wenn jetzt hier diese Kerze im Prinzip im Minus schließt, also rot bleibt, dann ist im Prinzip auf dem 5-Minuten-Chart der Trigger gegeben. Ja, haben wir noch 3 Minuten. Auf dem Minuten-Chart, kurz gucken. Ja, da ist es genauso. Ne? Wenn diese Kerze, die das Hoch hier gemacht hat, also wenn wir diesen Bereich hier nach unten, also die aktuell rote Kerze in rot schließen, ist der Trigger gegeben. Wir haben dann hier so einen Einstieg im Bereich 23, 55 zu 61. Würde ich sogar noch ein Stück rübersetzen. Das war so, könnte man ein bisschen knapper machen. Einfach so 10, 11 Ticks oder Pips Risiko. Das ist schon interessant. Aber dann wirklich mit dem Potenzial, dass der Markt hier nochmals in dem Bereich, wird vielleicht nicht ganz mit dem Unterstützungsniveau rangehen, aber so der 23, 30er Bereich ist hier schon denkbar. Und dann haben wir trotzdem haben wir 25 Punkte Chance. Das ist schon nicht so verkehrt. Ich habe jetzt hier im Euro-US-Dollar 0,15 an Positionsgröße. Das ist so für ein 10.000er Konto und ein bisschen kleinerer Positionsgröße durchaus interessant. Ja, aber wie gesagt, jetzt sieht man mal, man wartet hier jetzt Minute für Minute ab. Diese Kerze hat nicht darunter geschlossen. Diese könnte jetzt drunter schließen. Ich würde den Markt gerne im 55er-Bereich bekommen wollen. Ja,
Jetzt gucken wir mal unten auf dem 4-Minuten-Chart, würde der Trigger jetzt passieren, auf dem 5-Minuten-Chart auch, wenn diese Kerze dort schließt. Und würde dann eben nochmal als Feintuning, jetzt ist der Trigger da, würde jetzt hier die 55, 54,6 kann man auch machen. Moment, das haut hier alles. Moment. Ja, das hat es ein bisschen länger gedauert. Also hier diesen Bereich verkaufen, zack, wäre man jetzt hier drin. Stop muss jetzt oben in dem 65er Bereich liegen. Ja. Können wir gleich nochmal anpassen. Moment, ich muss mal kurz hier alles eingeben. Ja, wir hatten ja gesagt, so 55 Einstieg hatten wir jetzt hier Pi mal Daumen. Was haben wir jetzt? 64,6 oder sowas. 64,7. Liegen wir im Stop 65,7, 11 Punkte. So, und jetzt wartet man mal ab, ob sich gegebenenfalls hier die Abwärtsbewegung nochmals in Richtung des Unterstützungsniveaus hier fortsetzen kann, beziehungsweise würde ich sogar hier oben vielleicht nochmal, wenn es wirklich schief läuft, der Markt hier nochmal Schwäche zeigt, sogar nochmal ein Re-Entry auf der Abwärtsseite versuchen. Aber schauen wir mal, was jetzt mit dieser ganzen Geschichte passiert. Das ist jetzt interessant. Weil der Markt wirklich von diesem Niveau doch so relativ stark hier eben reagiert hat. Und selbst wenn der Markt von dieser starken Bewegung hier, was eben auch charttechnisch, wenn man jetzt hier wieder dieses Fibo-Level reinlegt, ja, selbst wenn wir jetzt hier wenigstens nur 38,2 zurücklaufen, ja, oder vielleicht sogar 50 zurücklaufen, dann habe ich hier meinen Stop definitiv schon irgendwo so nachgezogen, dass ich hier wenigstens nur noch die Hälfte verliere, würde mir dann schon Gedanken machen, hier diese Position irgendwo auszuscalen oder habe dann sogar irgendwann schon meinen Stop auf dem Break-Even-Bereich und wenn wir dann in Richtung Zielbereich laufen, dann ziehe ich entsprechend nach, aber hätte hier erstmal auf der Abwärtsseite noch das Potenzial, wenn wir wirklich schwach sind, dass wir hier nach unten durchfeuern. Ja. So, das gucken wir uns jetzt mal an, was aus diesem Trade dann im Endeffekt wird. So. Gold. Schauen wir mal, was, also wie gesagt, Gold haben wir ja jetzt erstmal nichts großartig weiter. Die US-Märkte. Ja, das ist das, was ich meine, ne? Also jetzt durchaus nicht verwunderlich, Eröffnung, Switch nach oben, Switch nach unten zur Eröffnung. Kann sein, dass er dann nach unten nochmal guckt und wieder zur Eröffnung läuft. Ja, macht er ganz oft, gibt es auch Strategien, die man darauf anwendet, dass man, sie nennen sich dann so Return to Open, dass man schaut, wie groß war die Schwankung in den vergangenen Tagen zwischen 16, zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr oder 16:15 Uhr, um dann entsprechend Gegenpositionen beim Rück, also wenn der Markt sich dann entfernt von dem Eröffnungskurs um 15:30 Uhr nach bestimmten Kriterien, dass man dann wieder Richtung dieses Eröffnungskurses handelt. Ja, gibt es auch Strategien, die ich eine Zeit lang auch ein bisschen stärker gehandelt habe. Mittlerweile achte ich da drauf, dann müssen aber auch weiterhin oder auch für diese Ideen dann eben andere Kriterien irgendwo hinhauen, um dann eben entsprechend diesen Trade dann eben auch einzugehen. Ja. Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Also jetzt zum Beispiel nochmal jetzt im Prinzip diese Überlegung, die wir jetzt hier im Euro machen. Wenn ich diese gleiche Überlegung jetzt im britischen Pfund umsetzen würde, ne, dann müsste man ja auf jeden Fall auch die Positions, also wenn es als eine Idee sozusagen zu werten ist, ja, dann müsste man ja die Positionsgröße entsprechend halbieren. Also die Hälfte der Position dann hier im britischen Pfund und die andere Hälfte im Euro-US-Dollar, sodass die Idee, die ja eine Idee ist, dann im Prinzip sozusagen geteilt wird. Ansonsten hätte man ja für eine Idee ein doppeltes Risiko. Ja? Aber das ist mir persönlich zu interessant. Im Euro eher eine Fahne und eher Long. Okay, gucken wir uns nochmal an, wo da die Fahne. Welche Fahne? Also, das ist mal schwierig. Wie gesagt, so Fahnen oder sowas sind das Ding hier wahrscheinlich, ne?
irgendwie so schräg, so auf kleinerer Zeitebene. Für mich persönlich ist jetzt, wie gesagt, das ist kurzfristig gedachte Geschichte, Minimumziel das 38er Retracement. Ich würde dem Trade trotzdem Raum lassen nach unten, würde halt jetzt hier zusehen, dass ich dann relativ zügig, und das mache ich jetzt zum Beispiel auch bald schnell, da wir jetzt schon so ein bisschen im Plus waren, das 23er Retracement jetzt hier angelaufen sind, dass ich meinen Stop demnächst hier auf das Hoch erstmal nachziehe, dann werde ich auf dieses Hoch gehen und dann schauen wir uns auf geringerer Zeitebene, ob es dann eben Level gibt, wo wir hier entsprechend den Stop nachziehen können, bis ich dann in dem Bereich plus minus null bin, beziehungsweise leicht im Plus. So, und dann ist der Markt höchstwahrscheinlich schon hier unten, wenn ich das dann tue. Ja, und entweder, und das wäre jetzt für diesen Trade wirklich die Überlegung, entweder der Markt läuft dann relativ zügig jetzt hier weiter nach unten. Ja, oder schafft das eben nicht und dann ist es richtig, dann würde ich hier mit dem Überschreiten dieses 23,70er Bereichs dann auch die Long-Seite gegebenenfalls nochmal spielen. Ne? Aber schauen wir mal. Ne, kann durchaus sein, dass wir natürlich nach oben durchschießen. Und für den einen oder anderen, der jetzt long drin ist, der hat dann eben genauso, der hat eben seinen Stop jetzt hier unten irgendwo, je nachdem, wo da eben was richtig wäre. Und dann ist das genau so eine Überlegung wert und man kann ja dieser letzten Bewegung hier folgen. Ich folge ja jetzt der Kerntagesbewegung mit dieser Überlegung. Ne? Schauen wir uns das mal an. Ne, also ich ziehe jetzt hier, warten wir nochmal 5 Minuten, aber ich ziehe dann hier relativ zügig den Stop dann auf das Hoch dort nach. Ne. Gucken wir nochmal. Also Gold hat zu dieser scharfen Aufwärtsbewegung ist jetzt hier schon so ein bisschen stärker zurückgekommen. Eigentlich das, was ich auch im Euro sehen möchte. Ja. Und wenn das hier, was im Gold schon stattgefunden hat, dann im Euro eintritt, dann bin ich schon wieder fast mit meinem Risiko raus. Jetzt gucke ich spreche mal gleich die Frage mit dem Scale-Out an, hier im MetaTrader, was jetzt gerade gefragt wird. Also wie gesagt, wenn das jetzt hier, wie es hier im Gold schon stattgefunden hat, im Euro stattfindet, also dass sich diese Gegenbewegung hier noch so mal ein bisschen stärker vollzieht, dann bin ich hier oben mit meinem Stop schon annähernd auf Break-Even und entweder wir rascheln dann nach unten weiter durch. Gegebenenfalls wirklich realistisch, dass wir hier diesen 35er-Bereich im Gold nochmal anlaufen, beziehungsweise viel mehr im Euro dann eben diesen Bereich hier unten. Das kann durchaus passieren für den heutigen Tag und da habe ich natürlich mit so einer Idee hier ein wunderbares Chance-Risiko-Verhältnis. Ja? Und wenn so ein Ding gut läuft, wenn er wirklich hier genauso ähnlich schnell, wie er sich hier nach oben entwickelt hat, nach unten weiterentwickelt, dann ist das zum Beispiel so eine Überlegung, wo ich definitiv dann auch einen, Moment, da ziehe ich es mal größer für, wo ich hier dann definitiv auch einen Swing-Trade draus machen würde. Ja? Also ich nehme mal dieses Fibonacci hier raus, Moment. Ja. Also wenn ich jetzt hier im Prinzip zu dieser starken Abwärtsbewegung, die wir ja schon mehrfach hatten, erholt abwärts, wenn ich hier wirklich in der Tat den Markt gut erwischt habe und wir hier mit Dampf weiter nach unten laufen, dann natürlich auch mit Dampf hier das nächste Unterstützungsniveau nachlaufen und dann eben der Bereich 1,23 als nächstes unterstützendes Niveau kommt, das was heute nicht zwingend passieren muss hier, ja. Aber wenn es dann einsetzt, dann bin ich gegebenenfalls gewillt, aus dieser Überlegung einen Swing Trade zu machen, den wirklich etwas länger laufen zu lassen, vielleicht bis morgen, übermorgen, um dann aus einem Trade, der hier ein Risiko von, was haben wir jetzt hier? Was hatten wir 11 Punkte, ne? 11 Pips, 23, 55 zu, also 10, 11 Punkte. Und wenn das Ding so richtig ins Fahren kommt, wie gesagt, hier ein Swing Trade dann draus zu machen, Moment, Stundenchart, 4 Stunden Chart, mit dem Potenzial, dass wir hier runterlaufen und dann haben wir hier aus dem 23,50er Bereich runter auf die 23, haben wir 150 Pips Chance mit einem gut 10-Punkte-Stop. Ja, und das wäre dann, und sowas passiert dann auch öfter, dass man dann eben wirklich ein CAV aus einem Trade rausholt von 15 zu 1. Ja, und das sind dann eben, das sind natürlich entfernte Gedanken, die ich dann so im Folge von so einem Trade mir aufbaue. Ganz oft passiert das erst gar nicht, ja, denn dann läuft der Markt jetzt wirklich nach oben weg. Ich fange jetzt langsam dann gleich an, mein Risiko hier zu reduzieren und dann guckt man mal. Jetzt mal zu der Frage, warum nicht gleich 3 Jahre halten? Ja, mir reicht's bis Freitag.
Ja, man kann natürlich auch damit rechnen, dass wir hier wieder Richtung Parität rutschen im Euro-US-Dollar, was ich sehr, sehr langfristig nicht als unwahrscheinlich ansehe. Aber aktuell, wie gesagt, logischerweise jetzt hier nicht so zwingend mein Gedanke für den Markt. Ja, aber ist natürlich eine Überlegung wert. Ne? Und dann hat man natürlich ein interessantes Gewinnpotenzial, wenn man hier Richtung Parität geht mit einem 10-Pip-Stop. Ne? Wäre natürlich super. Nee, aber wir gucken mal, die Frage kam. Und da kann ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig helfen. Ich werde, wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem MetaTrader im Daytrading noch nicht so lange. Ich habe in den letzten 2 Monaten mich dafür entschieden, ein Projekt zu starten, wo ich in Zukunft oder demnächst auch hier mit einem Echtgeldkonto im CFD-Bereich, im Daytrading-Bereich handeln werde. Das werde ich auch demnächst einmal auf meinem Kanal hier auf BeiJFD als Idee vorstellen. Das wird aber höchstwahrscheinlich erst so Mitte März starten. Komme ja eigentlich aus dem Future-Bereich, also ich handle wirklich hauptsächlich Futures und handle da mit dem Ninja-Trader und habe auch zusätzlich noch die Plattform eines meiner Broker von Lynx, diese TWS, die Trader Workstation, und habe das als meine 2 Hauptplattformen. Handle seit längerem schon im Swing Trading dann auch CFDs, das dann auch über den MetaTrader, wo allerdings eben Teilauslösungen, Scale-Outs, aggressive Tradingweisen keine Rolle gespielt haben. Somit bin ich im Daytrading aktuell auch noch in der Findungsphase mit dem MetaTrader, werde demnächst hier auch den Stereo-Trader testen, ja, das mache ich die Woche noch, werde dann höchstwahrscheinlich eben mein Trade-Management im Stereo-Trader umsetzen für mein Projekt, aber das wird in den nächsten Tagen starten, weil es ist wirklich in der Tat sehr, sehr schwierig, und wir werden hier nochmal dann uns diesen Mini-Terminal, werde ich ein paar kleine Videos machen, weil ich mir selbst anschauen muss mich ja mit der Plattform dann auch intensiv noch ein bisschen auseinandersetzen, werde diese Mini-Terminal mir anschauen, werde mir die ganzen Add-ons anschauen, werde da auch kleine Videos zu machen, diese nochmal erklären und auch nochmal wirklich aus praktischer Weise die ganze Sache betrachten. Was macht dort Sinn? Wie kann man es einsetzen? Und mit dem Fokus dann eben auch darauf, wie ich handle. Und gerade dieser Scale-Out, also Teilverkäufe, machen sich aus meiner Sicht im MetaTrader, im blanken MetaTrader etwas schwierig. Weil wenn ich jetzt hier eine Gegenposition eingehe, dann schließt der teilweise nicht die Position, sondern geht wieder eine neue Position ein. Dann müsste man dieses Hedging ausstellen. Das geht. Allerdings kann ich jetzt hier auch ein bisschen schwieriger, da müsste man auf jeden Fall in den Punkt Handel gehen, auf neuen Auftrag, dass ich dann, Moment, hier entsprechend dann, wenn ich jetzt mit 0,15 irgendwie im Markt drin bin, dass ich dann hier das eben auf 0,7 oder sowas stelle und dann entsprechend Teilverkäufe entsprechend einstelle. Ja, dann funktioniert das. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen fummeln, und da gibt es also Möglichkeiten, das wahrscheinlich so ein bisschen zu vereinfachen. Dazu aber von meiner Seite demnächst mehr, wenn der Chris jetzt hier vielleicht auch morgen früh im Devisenradar oder so einfach diese Frage oder an den Support die Frage nochmal stellen. Aktuell kann ich sie ehrlich gesagt noch nicht so richtig beantworten. Gut, jetzt schauen wir uns diesen Trade mal an. Wir sind jetzt hier im 57, im also grob 55er Bereich in den Markt reingekommen. Sind jetzt aktuell hier mal noch nicht weit, 8 Punkte Pi mal Daumen vorne gewesen, ja, haben 11 Punkte Stop. Die 11 Punkte Stop zu 8 Punkten Gewinn, den wir schon hatten, das ist jetzt erstmal im Verhältnis fast 1:1, noch nicht ganz, aber es bedeutet, dass ich hier definitiv jetzt schon so ein bisschen darüber nachdenke, da der Trade so ein bisschen ins Laufen kommt und ich prinzipiell jemand bin, der ein etwas aggressiveres Trade Management fährt, dass ich jetzt schon mal definitiv meinen Stop, und da machen wir mal die Schritte, dass ich meinen Stop dann, Moment, will nicht so richtig, so jetzt, dass ich meinen Stop jetzt hier definitiv erstmal auf dieses Hoch nachziehe. Ja, dann habe ich mir schon, ich glaube, so 3, 4 Pips, 62, wir waren ja hier so in dem 65er Bereich, ja, da habe ich mir schon mal 3 Pips Risiko gespart. Ja, das sind bei 11 Pips Risiko immerhin 30% meines vorherigen Risikos habe ich im Prinzip schon reduziert. Also wenn ich jetzt verliere, dann habe ich nicht ein INR-Risiko oder ein
dem Fall wäre es ein halbes R-Risiko, weil es ungefähr die Hälfte der Normalgröße wäre für dieses Konto. Aber ich hätte auf jeden Fall mein Risiko schon reduziert. Ja, das ist erstmal wichtig. Und wenn man das immer sukzessive macht, dann nur 27%, ja. Wenn man das nur, wenn man das sukzessive macht, ja, und natürlich mit einer gewissen Ruhe und nicht zu aggressiv, also wenn ich hier irgendwie 2 Punkte vorne bin und sofort den Stop auf Break-Even ziehe, dann macht das, dann ist es natürlich zu aggressiv. Aber ich bin im Verhältnis für solche Überlegungen schon relativ aggressiv. Viele lassen lange ihren Stop hier oben liegen, bis der Markt mindestens das Risiko vorne ist, manchmal auch anderthalb das Risiko vorne ist. Manche warten auch, bis der Markt einfach ins Ziel läuft. Das kann man auch machen. Und es wird von dem Kernergebnis, nachdem man irgendwie 300 Trades gemacht hat, von der Performance her gar nicht so einen gravierenden Unterschied machen, höchstwahrscheinlich. Ja. Aber für mich persönlich, ich fühle mich wohl, umso kleiner ich meine durchschnittlichen Risiken habe. Somit habe ich mich über die Laufe der Jahre dafür entschieden, mein Risiko klein zu fahren, also schnell klein zu machen, so dass wirklich, wenn man 100 Trades sich betrachtet und 100 Trades auf der Uhr hat, dass ich dann gucke, okay, mein durchschnittliches Risiko ist eben nur 0,5 R oder sowas. Ja? Was da bedeutet, wenn ich eben mal einen schönen Trade produziere und vorher aber von mir aus 5, 6 Trades auf diese aggressive Trade-Management-Art und Weise in den Sand gesetzt habe, ja, und meistens wirklich wenigstens hier, in diesem Fall wurde es ausgerechnet, 27% meines Risikos reduziert habe, ja, oder eben dann auch auf 50% meines Risikos reduziert habe. Und was wir jetzt gleich machen werden, eben dann meinen Stop schon auf Break-Even habe und mit einem Trade, selbst wenn er dann nach oben läuft, gar nichts verloren habe. Und das eben dann 5, 6, 7 Mal hintereinander schief geht, aber es dauert meistens nicht lange, dass eben auch dann mal so ein Trade gut geht. Und ich dann, weiß ich, wenn ich 8 Mal schief liege mit 0,5 R durchschnittlich, habe ich gerade mal 4 R Risiko. Und ich habe schnell mal auf diese Art und Weise dann auch mal ein 3, 4, 5 R plus Trade. Ja? Und 8 Mal hintereinander schief liegen, das kommt zwar vor, aber auch nicht ständig. Ja? Dann ist es eben 1, 2, 3 Mal, dass man schief liegt und dann kommt wieder ein guter Trade. Ja? Und so matcht sich das eigentlich relativ gut. Und ja, dann funktioniert das dann eigentlich meistens auch ganz gut. Gut. Wir lassen das, also wie gesagt, wir gucken jetzt nochmal doch, dass wir jetzt, was wir charttechnisch machen können. Also wir hatten dieses Hoch jetzt hier lokalisiert, ne? Jetzt fangen wir hier an, abwärts zu laufen, aufwärts und jetzt laufen wir abwärts. Ne? Sprich, ich fange jetzt hier an und ich kann es jetzt eben auch eben technisch noch nicht so richtig umsetzen, deswegen lasse ich es jetzt und ziehe den ganzen Stop nach. Und da wir schon so weit vorne sind, kommt es jetzt eh nicht zu in Betracht mehr, dass ich dieses Ausgehen machen würde. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall den Stop erstmal auf dieses Hoch nachziehen. Jetzt gucken wir weiter. Wir haben jetzt hier weiter dann tief, hoch, tief. Ja, und selbst wenn wir jetzt erstmal uns nochmal so ein bisschen erholen in Richtung des Kernziels, sollte der Markt eigentlich gar nicht mehr in den Bereich vom Einstieg zurückkommen. Ja, das ist aus aktueller Sicht dann zu der aktuellen Bewegung über 50% Retracement. Das sollte der Markt nicht mehr machen. Somit haben wir jetzt hier eine gute Chance, den Stop. Und ich würde kurzfristig jetzt dann, also normalerweise geht das schneller, normalerweise sitze ich wahrscheinlich jetzt hier schon mit dem Stop hier unten. Ja, ich erkläre nur mal jetzt schrittweise, wie ich dann immer so ticke. Dann suche ich mir den nächsten Stop, justiere das nochmal so ein bisschen aus, gucke dann, dass das hier im Prinzip nochmal so ein kleines Hoch ist, ja, dann läuft der Markt eben irgendwo noch ein Stück weiter und passt und ziehe dann eben wirklich meinen Stop und das mache ich jetzt in dem Fall eben so, dass ich hier wenigstens schon ein kleines Plus aus dieser Geschichte raushole. So. Und jetzt kann ich entspannt sein, weil jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ja, ich habe jetzt hier, sage ich mal, theoretisch, was haben wir jetzt hier, Stop. Ja, ein Euro noch was jetzt bei der Positionsgröße ist natürlich nicht viel, aber ich habe jetzt hier ein theoretisches Plus, selbst wenn man hier so ein bisschen Slippage bekommen sollte, aus diesem Trade nichts Negatives mehr werden. Und jetzt werde ich mit meinem Trade-Management entspannter. Jetzt lasse ich den da oben ein bisschen stehen,
gucke dann auch teilweise eben auch einen 5-Minuten-Chart. Ne? Also wenn man sich die Bewegung anguckt, dann könnte der natürlich hier in diesem Bereich jetzt erstmal nochmal zurücklaufen, um dann weiter zu fallen, und gucke jetzt hier auf einen 5-Minuten-Chart. Wenn wir jetzt hier ein neues Tief machen, dann würde ich wahrscheinlich den Stop hier auf dieses Hoch nachziehen, können wir uns dann nochmal angucken. Und so gehe ich jetzt relativ konservativ mit diesem Trade um. Ja, und verwalte den jetzt konservativer. Und wie gesagt, mit dem Gedanken, mal gucken, wie der jetzt da runterkommt. Ja, wenn er da hinkommt, ob ich den vielleicht sogar stehen lasse und wir morgen oder übermorgen immer noch über den Trade reden können. In den meisten Fällen geht man dann hier irgendwann, fliegt man mit einem Plus raus. Ne? Also es passiert natürlich nicht so oft, dass ich aus so einer Idee dann so ein langes Teil mache, so einen langen Trade. Gut, dann können wir uns jetzt die anderen Märkte anschauen. Ne? Britischer Pfund wäre natürlich jetzt hier auch schon gut da vorne. Müsste man jetzt mal gucken, ob der jetzt schon ein paar Punkte mehr auf der Uhr hat als der Euro-US-Dollar. Gold, wie gesagt, ist jetzt, hatten wir eben schon in dem Bereich, kam nochmal kurz hoch, ist jetzt nicht weiter großartig gefallen. DAX, der hat ja mal kurz nach oben gespiked. Dafür gucken wir uns mal kurz hier. Jetzt haben wir das hier, was ich im Euro-Pfund, im Dow Jones erzählt habe. Wir haben es jetzt 16:04 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie lange das Webinar geht. Kann mir jemand sagen, oder kann mir mal jemand von euch bitte kurz auf der Website gucken, für wie lange das Webinar heute angesetzt ist? Ich erzähle mal in der Weile so ein bisschen weiter. Jetzt ist das, was ich gesagt hatte, ne? Dow Jones erstmal nach oben geguckt, bis 16:15 Uhr immer so die Findungsphase. Jetzt guckt er gerade mal so nach unten. Und wir wissen ja, dass wir hier schon so ein paar Kaufbereiche haben. Also wäre schon schön, wenn er jetzt irgendwo vielleicht ein bisschen Abfahrt aufnimmt. Der S&P hat wunderbar das Gap geschlossen, ja, und ist dann wieder nach unten. Das hat der Dow Jones gar nicht geschafft. Soweit ist der gar nicht geswitcht. Bund, lassen wir erstmal, ist nicht so interessant. Öle kommen leicht nach unten, aber auch erstmal nicht so interessant. Ja, also wer Gold long ist, der hat natürlich jetzt hier in diesem Bereich fürs Gold auch schon wieder irgendwo nicht so einen uninteressanten Kaufbereich, weil wir einfach auf diese Hochs jetzt hier raufgelaufen sind. Und wer dieser Kernaufwärtsbewegung hier jetzt folgen möchte, der könnte im Gold durchaus auch mal darüber nachdenken zu kaufen. Allerdings ist höchstwahrscheinlich der Stop hier im 35er-Bereich ein bisschen zu weit weg. Wie gesagt, sowas ist für mich immer nicht so schön. Mach sowas einfach nicht so gerne. Ne? Wer gerne handeln wollen würde, der müsste jetzt hier wenigstens gucken, dass er vielleicht den Stop hier unter diese Kerze packt. Da hat man dann hier auch nochmal dieses Tief. Ja, ich würde den lieber abwarten, wie gesagt, dass der wieder herunterkommt und dann nochmal zu kaufen oder vielleicht sogar darunter zu verkaufen. Ne? Ja, von daher. Ist jetzt nicht so meins. Jetzt fängt er sich hier so ein bisschen der Euro. Ist ja schön, wenn er sich hier auf diesem Niveau fängt und gar nicht mehr großartig hochkommt. Umso bessere Zeichen, dass wir hier weiter nach unten gehen. Wie wäre es beim Euro-US-Dollar Short Trade mit Trailing Stop 0,04 zu arbeiten? 16:15 Uhr. Okay, vielen Dank. Bis 22:15 Uhr. Ja. Wir haben noch 9 Minuten. Die Frage ist jetzt, ob wir den Euro-US-Dollar-Trade mit einem Trailing-Stop 0,04 verfolgen. Mache ich gar nicht. Ich handle keine festen Trailing-Stops. All dieweil der Markt einfach ein nicht gleiches Gebilde ist, ja. Und immer einen starren Trailing-Stop zu verwenden. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt dieser 0,04 Trailing-Stop irgendwo gerne genommen wird, ja, von dir, Holger. Sondern ich schaue, also es gibt Herangehensweisen, was ich auch im Ninja-Trader drin habe, ist der sogenannte Supertrend. Den gibt es auch für den Meta-Trader, müsste ich mir mal reinziehen. Das ist ein ATR-basierender Trailing-Stop oder ein ATR-basierender, ja, es ist schon ein Stop sozusagen, der sich an die jeweilige Situation anpasst. Und den nutze ich schon aus Bequemlichkeitsgründen ab und zu, dass ich dann wirklich den Stop anhand dieses Supertrend-Stops dann eben entsprechend nachziehe.
Oft mache ich es aber hier so wie im MetaTrader jetzt dann wirklich aus Gefühl. Wenn der jetzt neue Tiefs baut, dann ziehe ich den Stop hier ein paar Punkte nach, gucke dann nochmal auf den Minutenchart, gibt sich hier, haben wir hier so ein Hoch, ne? Wenn wir jetzt hier, zack, sind wir jetzt neue Tiefs, baut er aus, müssen wir mal gucken, wenn er hier noch ein Stück weiterläuft, dann nehme ich mir irgendwann dieses Hoch. Und der Supertrend, der würde jetzt auch hier so irgendwann langsam nachziehen, weil die ATR auf Minutenbasis jetzt hier gerade auch sogar am Fallen ist. Und weil auf dem 5-Minuten-Chart wir auch noch fallende ATR haben. Also ich glaube, wenn man auf dem 5-Minuten-Chart gucken würde, ich habe jetzt leider meinen Rechner, der steht hier 5 Meter von mir weg mit dem Rücken zu mir, wo der Ninja-Trader drauf ist. Also ich denke, dass der Supertrend jetzt hier mit den Einstellungen 2,316 oder sowas, der ist jetzt hier irgendwo in dem Bereich. Und da würde ich jetzt auch gleich ja sowieso meinen Stop hinziehen. Ja. Gut, also ist der S&P sauberer als der zusammengewürfte Dow? Na, also weil du meinst jetzt wahrscheinlich wegen diesem Gap Close, ja? Oder warum, Thorsten, meinst du, der S&P? Nee, Jens hat das gefragt. Weswegen meinst du jetzt nochmal kurz beschrieben, S&P sauberer als der Dow wegen dem Gap Close jetzt hier? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich sehe, dass du ein guter Trader bist. Chapeau. Danke, Thorsten. Also ich versuche auch nur, mir sinnvoll irgendwie Trades herzuleiten. Ja. Und heute im DAX wäre das definitiv ein Szenario gewesen, was ich auf der Aufwärtsseite gehandelt hätte. Ja. Und hier dem Markt auch höchstwahrscheinlich, das ist, wie gesagt, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, ich hätte hier unten gekauft. Ja. Ich weiß, dass das hier unten für mich ein Szenario gewesen wäre, wo ich definitiv den Markt auf der Long-Seite hätte haben wollen. Das habe ich schon vorher gesagt. Ich hatte auch heute Vormittag gesagt, dass ich das Gold hier unten in dem Unterstützungsniveau kaufen möchte. Ja. Und das wären beide Szenarien, wobei wir das hier verquatscht haben und das ging halt so schnell, da brauchst du da später auch nicht mehr reinspringen. Und im DAX, da war ich unterwegs. Ich hatte heute einen Termin. Einen wichtigen Termin, der auch um die 3 Stunden gedauert hat, wo ich keine Möglichkeit hatte, den Markt zu beobachten und dann auch somit hier nicht die Chance hatte in der Mittagssession, beziehungsweise bin ich hier oben los, da hat der Chris noch ein bisschen Webinar weitergemacht, dann kam schon die Abwärtsbewegung, das hat gar nicht so lange gedauert, dann waren wir hier in meinem Kaufbereich. Also das wären Bereiche gewesen, die ich im Kauf gern gehabt hätte. Wir haben es jetzt hier im Euro-US-Dollar und mal gucken, was daraus wird. Und so baue ich mir sukzessive die Trades auf oder die Ideen auf. Wie gesagt, Dow Jones würde ich auch gerne nochmal hier im Kauf haben wollen, vielleicht sogar noch ein Stück tiefer, je nachdem. Aktuell zeigt er ja nicht so viel Schwäche. Wir sind jetzt hier wieder die ganze Zeit um den Eröffnungskurs herum. Und da sehen wir mal, wie wichtig dieser Eröffnungskurs dann auch schon in der Pre-Session war und jetzt auch in der Hauptsession aktuell noch wichtig ist. Ja. Und wir haben sowas ganz oft und in dem Bereich jetzt hier zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs, da will ich jetzt eigentlich gar nicht im Markt sein. Vielleicht werde ich gleich mal ein bisschen aggressiver, wenn wir hier, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, das ist das aktuelle Hauptsession-Tief. Hier vorne ist noch Vorsession gewesen. Also wenn wir jetzt hier runterrutschen, vielleicht sogar dieses Tief, müssen wir mal gucken, dass man hier nochmal aggressiv in Richtung des 24,69er Levels hier handelt. Ja. Darf allerdings dann entsprechend das Risiko nicht so groß sein, dass man hier im Prinzip trotzdem noch wenigstens ein 2:1 Chance-Risikoverhältnis hat. Ist aktuell noch nicht aktiv, aber wenn wir hier so ein bisschen Schwäche noch aufbauen, ja, warum nicht? Welche Einstellung ist für Supertrend optimal? Ich habe 10 und einen Multiplikator mit 3. Den Supertrend nutze ich schon, glaube ich, 8 Jahre oder so. Und ich habe den damals irgendwo entdeckt und irgendwann war, also der war damals mit der Einstellung, das ist, glaube ich, irgend so eine Fibonacci-Zahl, dieses 23,1, warte mal, ja, ist eine 23,1 ist ein Retracement, ne? Jetzt ziehen wir mal kurz hier so ein Fibonacci mal wild rein. 23,6. Ich glaube, mein Multiplikator, der von Anfang an drin steht in dem Supertrend, ist 2,361 oder sowas. Den nutze ich auch von Anfang an. Also ich mache mir da nicht, wie gesagt, mal haut es gut hin und mal wird man auch ungünstig ausgestoppt, genauso wie ich. Also von daher, und der Multiplikator, hat das Ding bei mir überhaupt einen Multiplikator?
Also ich habe den 10, die 10, da muss ja, ja klar, wahrscheinlich ist bei mir 14 und 2,36 irgendwas. 10 und 3 und 14 und 3. Ja, also 14 kann bei mir hinhauen und die 3 ist bei mir, glaube ich, ein kleines Stück geringer, aber kann man genauso 14 und 3 nehmen. Ne? Also so, und da könnte man jetzt mal schauen in dem Euro-US-Dollar, wo jetzt der entsprechend liegt. Ja, wahrscheinlich ist, wie gesagt, der 5er auf den 5 Minuten ist jetzt knapp unterm Einstieg, ähnlich wo mein Stop liegt. Und auf dem Minutenchart wird das Ding, ja, ich schätze mal so im 50er-Bereich liegen, irgendwie so. Vielleicht sogar ein Stück tiefer. Ja. Wäre mir zu aggressiv aktuell, dieses Ding auf dem Minutenchart. Ich würde ihn dann auf dem 5-Minuten-Chart nehmen. Und, ja, ich fange jetzt dann eben auch oft an, dann so ein bisschen mit meinem Stop zu spielen. Ich sage, ach Mensch, komm noch, und so einen Punkt kann man sich schon noch gönnen mehr. Ne? Wenn der jetzt zurückkommt, dann hat man eh meistens verloren, dass ich dann anfange, hier einfach so ein bisschen mit meinem Stop noch zu spielen. Ja, aber was ist das? Das ist nichts. Ne? Wenn der jetzt hier mit Dampf wieder anzieht, dann geht der wahrscheinlich eh wieder Richtung Hochs. Und dann ist das auch Pillepalle. Ne? Gut. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch hier über den Tag so ein paar Sachen zu meiner Herangehensweise näher bringen. Ja, und ich weiß, dass es für viele, gerade für Neulinge, extrem schwierig ist, bei bestimmten Dingen zu folgen, mir bei bestimmten Dingen zu folgen, weil einfach viele Gedanken irgendwo in meinem Kopf kreisen, ich doch relativ viele Informationen irgendwo zusammenfasse, die ich dann teilweise irgendwo wirklich im Hinterkopf habe und gar nicht in dem Moment dann eben nenne. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es klar ist, dass es darum geht, beim Traden eben zum Anfang sein Risiko rauszunehmen, ja, also das Risiko zu reduzieren, um dann eben sukzessive, wenn es dann läuft, eben gucken, dass man das den Gewinn maximiert, beziehungsweise dass ich dann jetzt hier dem Trade einfach auch ein bisschen weiter Raum lasse, dass der sich entwickeln kann. Die nächste Stufe wäre ja eine Pyramide aufbauen, was ich jetzt hier in der Situation, da denke ich nicht dran. Ja, weil aktuell sehe ich jetzt nicht, dass hier der Markt wirklich richtig Volldampf aufnimmt. Sollte er in diesem Bereich herunterlaufen, was ich vorhin gesagt hatte, und es sollte eventuell so ein Swing Trade daraus werden, ja, oder eine Swing Trading Idee, dann würde ich vielleicht morgen, wenn wir wirklich im Plus sind und ich über Nacht den Trade laufen lasse, dann würde ich vielleicht morgen hier mal nachlegen, also dann eine Pyramide aufbauen, dass der Markt hier vielleicht sich nach unten entwickelt. Aber aktuell sind wir hier wieder am Steigen und der läuft da in mein Stop-Niveau rein. Ne? Mein Name ist Markus Klebe. Ich mache am Morgen dann immer schon den DAX Long oder Short und am Nachmittag die US Opening Bell hier bei JFT Brokers. Ab und zu kommen von mir auch noch so ein paar Videos hochgeladen. Ab und zu mache ich eben auch das Devisenradar von Chris Kämmerer. Dann hier auch ab und zu mal eben Live-Trading, Seminar, also Webinare, und am Wochenende mache ich so eine Wochenanalyse, wo ich mir die Märkte so ein bisschen auf höheren Zeitebenen anschaue, und ja, das eben seit einigen Wochen. Ja, gerne ebenso, und dann sind noch 2 Jahre und 364 Tage. Ja. Genau, für den Euro. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch gut Trades. Passt wirklich auf, dass ihr eure Positionsgrößen entsprechend macht, dass ihr nicht zu aggressiv handelt, dass ihr eure Stops setzt. Erstmal ganz wichtig, dass ihr Stops setzt, dass ihr dann anfangt, eben auch versucht, diese Stops richtig zu setzen, dass ihr eben zur aktuellen Situation im Markt wirklich passen, sie nicht zu groß sind, nicht zu klein sind. Und ich denke, das konnte ich heute an dem einen oder anderen Beispiel schon immer mal so ein bisschen erläutern und erklären. Und ja, bei den nächsten Webinaren und bei meinen Analysen, bei den täglichen Analysen natürlich immer wieder ein bisschen mehr, immer mal hier eine Information, da eine Information, wie sie dann zur Situation passt. Das Webinar geht noch 2 Stunden, ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich habe nämlich vorhin vergessen, mir eine Flasche Wasser hier an meinen Tisch zu stellen, und muss jetzt erstmal meinen trockenen Mund etwas befeuchten. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.